bei der letzten Runde, ich habe es heute noch, das Bild von mir, ist immer so der Arm vom Ingenieur ins Cockpit rein und hat dieses Turborad aufs Maximum gedreht. Da war so eine Feder dahinter, bis angestanden ist. Und die ist immer ganz kalt geworden am Körper, weil du es gewusst. Ja. So, wenn du die wieder überlebst, dann hast du wieder gut hinbracht. Und du bist draußen, die Motoren sind richtig leise geworden dort oben. Und das hat angeschoben ohne Ende. Und wenn sie explodiert sind, sind sie genau dort explodiert, wo gerade die größte Geschwindigkeit war oder wo gerade der größte Druck auf diesem Motor war. Und das war dann meistens eine Katastrophe, weil das Zeug ist ja durch die Gegend geflogen, meistens noch mit ein bisschen Flammen dabei. Und wenn er gehalten hat, bist du natürlich ganz vorne gestanden. Und das war ein Gefühl, unglaublich. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alten Schule, dem Podcast, in dem es um die Menschen aus der goldenen Ära des Automobils geht. Über die Zusage meines heutigen Gastes habe ich mich außerordentlich gefreut, denn er ist mehr als viel beschäftigt. Wir hatten bereits schon einen Termin in der Vergangenheit bei ihm zu Hause in Österreich ausgemacht, bei dem uns die Corona-Reisebeschränkung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und im Nachhinein war ich mehr als froh, denn der Termin war am Morgen nach dem Bekanntwerden des Audi-Ausstiegs aus der DTM ausgemacht. Das wäre sicherlich der Stimmung nicht gerade zuträglich gewesen. Warum? Mein Gast ist der aktuelle Chef der DTM und heißt Gerhard Berger. Für dieses Interview habe ich ihn übrigens vor einem DTM-Lauf morgens im Hotel getroffen und zunächst hatten wir 8 Uhr vereinbart, dann hieß es, ich kann auch schon um 7.30 Uhr kommen, wenn ich es schaffe. Ich wollte natürlich um 7.30 Uhr alles aufgebaut haben, also bin ich um Punkt 7 ins Hotel gewackelt, wo er mir schon bester Laune aus dem Frühstücksraum zugewunken hat. Und ihr werdet es jetzt hören, Gerhard Berger ist alles andere als ein Morgenmuffel. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er sich so viel Zeit genommen hat, man hätte mit ihm noch 3 Stunden dranhängen können, denn er hat in dem Sport so ziemlich alles erlebt. Das ist auch der Grund, warum es nicht nur um die alten Zeiten geht, sondern auch um das Dilemma, in dem der Motorsport heute steckt und was seine Traumvorstellung einer Rennserie wäre, wenn die Werke einmal nicht reinreden würden. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast, Gerhard Berger. Es gibt eigentlich kaum ein Geschäftsmodell oder kaum einen Unternehmer, der im Sinne des Erstes die Frage stellt, wer ist eigentlich mein Kunde und was will der von mir und was kann ich dem verkaufen? Und je besser ich dann mein Produkt schneide, desto mehr wird er mir abkaufen, desto größer Unternehmer werde ich werden. Und im Rennsport ist das ein bisschen verloren gegangen. Der Kunde heißt im Rennsport, das ist ganz einfach, ist der Fan. Ja. Und niemand anderer, der aber, Fan. Aber der Hersteller. Egal, ob er den Fernseher einschaltet oder ob er zur Rennstrecke kommt, es ist der Fan. Und der ist meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten einfach nicht in den Vordergrund gestellt. Der kommt, ja, der bezahlt seine Tickets und. Aber was er dann sieht, ist sehr oft nicht das, was er eigentlich sehen will. Und da, glaube ich, haben wir schon, da muss man umdenken. Sonst verliert man die Fans. Ja, absolut. Aber das Problem ist, ich glaube, das erkennt jeder, dieses Umdenken. Nur dieses Rad, wie es jetzt läuft, anzuhalten und zurückzubringen. Es kennt überhaupt nicht jeder. Und fangen wir einfach bei der Königsklasse bei der Formel 1 an. Ja. Die Formel 1 ist natürlich ein bisschen schwierig aufgestellt, weil sie einerseits eine Konstrukteurweltmeisterschaft ist, also eine Ingenieurweltmeisterschaft ist, andererseits eine Fahrerweltmeisterschaft ist. Aber man muss die Balance finden. Und man muss einfach eine Möglichkeit finden, wo am Ende des Tages der Sportler, der schlussendlich im Zentrum des Fans steht, das Zügel an der Waage ist. Und wenn dann Rennen gibt, wo der Sportler, der überperformt in diesem Tag, gewinnt, dann ist das das Beste. Und wenn er auch 5-mal hintereinander gewinnt, wird es der Fan auch akzeptieren. Aber was er nicht akzeptiert, ist, wenn jahrelang immer der Gleiche gewinnt, weil einfach das technische Paket so gut ausgelegt ist, wo halt dahinter auch wieder die Budgets, die Ressourcen und so weiter stehen. Und eigentlich der Sportler nicht mehr das Zügel an der Waage ist. Und der Fan sieht einfach den Rennfahrer oder in jedem Sport den Sportler im Zentrum. Außer, glaube ich, an einer Stelle, in Le Mans nicht. In Le Mans ist es die Marke und der Ingenieur. Ja. Aber alle anderen, vor allem Sprintrennenformate, muss der Fahrer im Zentrum stehen. Und das machen wir alle zusammen nicht mehr so richtig.
Das funktioniert in der DTM noch am besten, weil wir diese standardisierten Teile haben. Da kommen wir noch relativ gut auf ein Level. Aber grundsätzlich müssen wir uns noch viel mehr, meiner Meinung nach, wir müssen noch viel mehr auf den Fan eingehen. Und der muss am Ende uns die Zeichen geben, warum er zur Strecke kommt oder warum er den Fernseher einschaltet. Ich glaube, da sagst du was. Also bei der DTM, also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man den Fahrer ins Zentrum stellen kann, weil die Autos relativ auf gleichem Niveau sind. Nur ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt bei der alten DTM ist, sagen wir jetzt mal so in den 80ern, diese Identifikation mit dem Material. Du konntest Montag in den Laden gehen und den Wagen kaufen. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Ja. Es gab Berührungen, Also ich glaube, man kann ja mal ganz zurück nach die DRM, also wo noch die Gruppe 5 Fahrzeuge, die haben sich auch nicht so berührt und die waren richtig spektakulär. Ja. Aber man darf nicht vergessen, das ist vor 40 Jahren, haben die Dinger schon 750 PS gehabt oder 700 PS gehabt, keine Traktionskontrolle, keine oder Hilfe. Noch vor meiner Zeit. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie Jugendlicher war. Das war diese Gruppe 5, die Schnitzers, kann man sich noch gut erinnern. Und die Krämer-Borsches, oder wie sie alle geheißen haben. Das waren richtige Geschwüre. Dort ist der Sportler im Zentrum gestanden. Mhm. Weil mit diesem Auto, auch wenn er die beste Technik gehabt hat, hat er immer noch nicht unbedingt gewonnen, weil sie waren so schwierig zu fahren. Mhm. Sie waren so überbaut. Sie haben keinen Abtrieb gehabt oder wenig Abtrieb gehabt. Sie haben 700 PS gehabt. Sie haben Ausfälle gehabt. Also bei jeder kleinen Schaltvorgang, der nicht ganz gestimmt hat, war der Motor kaputt. Mhm. Und dann war er eben auch wieder aus. Und diese Unberechenbarkeit und diese Der Ritt auf der Kanone. Der fehlt heute. Ja. Das ist alles zu glatt. Ja. Ist alles zu glatt, zu schön. Und das hat nicht unbedingt was mit Rad an Rad, ja, aber das hat nicht unbedingt was zu tun, dass man sich duschiert oder was immer. Es hat eigentlich damit was zu tun, dass man einfach wirklich mit dem Auge sieht, was dort ein Mensch Überdurchschnittliches leistet. Genau, das ist das. Und das ist der Punkt. Und das ist heute mit Elektronik. Elektronik kugelt alles weg. Du kannst Elektronik nicht folgen. Bei der Formel 1, ich verstehe bis heute das Reglement nicht, wenn man den Spoiler hinten glatt stellt, dass man... Diese Aero macht natürlich auch vieles kaputt. Ne? Die Aero war sowieso eines der großen Übel in unserem Sport. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war genau in dieser Phase, wo ich aktiv in der Formel 1, ich war genau in Mitte meiner Karriere, wo diese Effizienz der Aerodynamik über die Windkanals reinkommen ist. Adrian Newey, ich kann mich gut erinnern, wie der dort so mal mit dem Lädenhaus begonnen hat und auf einmal ein Auto baut hat, das aerodynamisch extrem sensibel war, aber schnell war. Und die anderen Ingenieure haben noch immer mit Radaufhängungen und mit der Geometrie rumgemacht und der hat schon längst Unterböden gemacht und Reitheiz gemacht und so weiter. Nur in dem Moment, wo der Windhandel so effiziente Autos gebaut hat, hat es keinen Windschatten mehr gegeben. Genau. Oder viel weniger. Genau. Der hat nicht mehr so gewirkt. Und, und somit waren die Überholmanöver weg. Und somit waren wir in der Kurve zwar dran oder am Ende der Geraden irgendwann wieder mal dran, nur in der Kurve haben wir wieder so viel verloren, weil die Aero nicht mehr gestimmt hat und so weiter. Und das war so ein Kreislauf. Und aus dem Kreislauf ist man meiner Meinung nach nie rausgekommen. Ganz abgesehen davon sind die Kosten durch die Decken gegangen und dann hat halt ein Team, den Adrian Newey gehabt, somit hat er es erschlagen. Jetzt ist Mercedes gekommen, die haben wiederum in dieser komplexen Motorenbau-Ära die Nase vorn, weil sie einfach richtig gute Leute und haben. Super, super. Und da sage ich einfach, verschiebt sie das immer so und ja, für mich ist es einfach nicht gut genug, nur ein Rennen zu schauen. Und für mich ist immer der beste Motorsport nach wie vor MotoGP. Bei der MotoGP habe ich nicht diesen riesen Einfluss von der Aero. Ich habe diese ganz kleine Auflagefläche von den Reifen, habe komplett Überbau. Und dort sieht man, wer es der Sportler für einen Unterschied macht. Schauen wir uns den Marquez an, der ein Rennen nach dem anderen gewonnen, schon fast ein bisschen auch immer Marquez. Aber man hat gesehen, der Sportler macht einen Unterschied, weil wo sind die anderen Handas? Jetzt ist der Marquez verletzt, es gibt keinen Handa da vorne. Also das ist genau das, was der Sport braucht. Ja. Dort gibt es einen Menschen, der einfach das alles besser kann wie alle anderen und der das Thema beherrscht. Und so, meiner Meinung nach, muss man denken. Aber wir kommen da aus diesem Strudel nicht aus. Alle zusammen nicht. Weißt du, es geht auch schon bei den Fahrern los. Die Fahrer haben gar nicht mehr die Chance, sich so zu entwickeln zu irgendeinem eckigen
Ein geschliffener Rohdiamant sind sie alle, aber die müssen wieder Ecken und Kanten bekommen. Aber wenn ich höre, dann postet einer was, dann wird er gleich von der Marketingabteilung der Hersteller zurückgepfiffen, dann müssen sie dies wieder löschen und das wieder löschen. Du schmunzelst, aber du weißt, dass ich recht habe. Ja, aber die trauen sich auch nicht mehr, die Hersteller trauen sich auch nicht mehr. Es ist so lustig, weil wir haben jetzt auch gerade unsere Leute, wo ich sage, rein alles, ja, die Fans sollen das hören, ist doch wurscht, ob es einmal gut oder nicht gut ist. Ja, klar. Aber um das geht es ja eigentlich. Ja, wir haben schon einen Anruf bekommen, was das für Frechheit, was wir da gemacht haben. Sag ich, da gibst du den Anruf auch gleich wieder rein. Ja, weil es muss jetzt mal aufhören, diese ganze schöne Färberei. Ja, man sieht es ja an meiner Reaktion. Es ist mir so zuwider. Und wir sind viel zu flach, viel zu glatt. Es ist einfach nicht zum Aushalten. Eine meiner letzten Fragen, aber wir sind noch nicht am Ende, aber das können wir jetzt vorziehen, weil du hast im Motorsport alles erlebt. Du hast eine Bilderbuchkarriere in der Formel 1 hingelegt, warst immer eigentlich ein Siegkandidat, immer ganz vorne. Danach warst du Teambesitzer, Formel 1 Teambesitzer. Du, eigentlich fehlt dir nicht mehr viel. Jetzt machst du die DTM, Rennstreckenbesitzer fehlt noch und dass du eine eigene Rennserie machst. Rennstreckenbesitzer, das würde ich jetzt keinem raten, irgendwie das zu machen, aber eine eigene Rennserie. Angenommen, die Hersteller würden dir nicht mit reinreden. Du machst, was du willst. Also MotoGP ist das Vorbild. Wie würden die Autos aussehen und wie würden die Fahrer aussehen? Wo würdest du die herbekommen? Na, als erstes muss ich mal sagen, das wäre ein relativ langer Prozess, weil man muss sowas aufbauen. Ja. Und aus dem Stand aus würdest du es heute wahrscheinlich nicht finanzieren, so eine Rennserie aufzubauen. Also du musst auf irgendwas aufsetzen, was du schon hast und dann die Schrauben halt nachdrehen. Aber für mich ganz klar, das Ding heute unter 1000 PS würde ich das Ding nicht mehr angreifen. Und ich würde auch, man kann natürlich nicht gegen die Zeit gehen. Man muss schon die heutige Technologie mit einfließen lassen, weil man kann nicht das Rad zurückdrehen. Aber im Rennsport brauche ich eigentlich nur minimale elektronischen Hilfen. Also ich würde sie nur auf Richtung Sicherheit abstellen. Also ich würde auch diese ganze Datentransfer abstellen. Auch sowas, Boxenfunk, oder? Ja, Boxenfunk. Boxen ist eine Randerscheinung. Ich glaub, du musst ein Auto haben, wo der Fahrer gar keine Luft hat zum Reden mit der Box. Ja, dann erledigst du das Problem von selbst. Ja. Also ich sage einfach, der Schlüssel ist, glaube ich, ein... Das lachen wir schon, weil ich sage, es ist einfach das Verhältnis Kraft. Also ich sage einfach, Power braucht das Ding. Und dann muss der Sportler das beherrschen. Manchmal könnte man natürlich, vielleicht auch nicht der Ingenieur sagt, er lebt einfach in der Vergangenheit, weil wir machen das halt alles über Computer, wir machen das über Daten, wir machen das über Elektronik und das braucht kein Mensch mehr. Es gibt ja auch im Straßenbau. Und da habe ich wirklich in der Tat dann manchmal mit mir selbst ein Problem, weil ich sage, in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das Rennauto ein modifiziertes Straßenauto, ein besseres Straßenauto. Heute gehen wir eigentlich in eine Richtung, wo das Rennauto ein heruntergedummtes Straßenauto ist. Weil auf der Straße fahre ich manchmal Autos, das ist unglaublich, was die alles können und wie gut die sind. Ja. Und irgendwann sagst du, es braucht eigentlich gar nicht mehr den Fahrer, das kann autonomes Fahren kommen und das wäre besser fahren als wie jeder Mensch. Aber dann ist natürlich die ganze Emotion weg aus dem Motorsport. Und vor dem habe ich wirklich ein bisschen Angst, dass diese Emotion verloren geht. Aber ich frage mich dann auch, was die Automobilindustrie macht, weil ohne Emotion wird das Geschäft nicht funktionieren. Und ich glaube, Auto und die Emotion und der Fahrer, das ist einfach eng verbunden. Und ich glaube, das muss man weiterhin irgendwie aufrechterhalten und auch pflegen. Was ist mit dem Sound? Ist der für die Emotion wichtig? Also Formel E ist ja zum Beispiel so ein Thema, da hört man nichts mehr, da hört man nur ein bisschen Reifen quietschen. Wie die Biene-Meier-Konzerte. Ja, ich glaube, dass du am Rennsport sehr gut gebrauchen kannst und auch Teil der Emotion ist. Auf der Straße bin ich schon manchmal froh, wenn ich einfach keinen Sound höre, wenn die Autos leise sind in der Stadt und so weiter. Auch da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und wenn wir in diese Elektrowelt irgendwann wirklich auch im Motorsport aufschlagen müssen, dann werden wir uns halt einfach auch mal überlegen müssen, wie man das Thema irgendwie löst. Weil
ich halte auch nichts von künstlichen Themen, weil es ist ja, der Sound war ja auch so gut, weil er einfach automatisch sich aus der Technik ergeben hat. Der 12-Zylinder hat so und der 8-Zylinder war so und der andere hat eine andere ausprobiert. Und es gab verschiedene Konzepte gleichzeitig. Genau. Und du hast ja eigentlich schon, du bist ja im Motodrom gesetzt und die Fans haben ja schon, bevor der einbogen hat ins Motodrom, gewusst, wer jetzt kommt. Ja. Weil das ist der 12-Zylinder. Und diese Themen alle, da läuft uns alle das Wasser im Mund zusammen und da schauen wir alle zurück. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, man kann die Zeit nicht zurückdrehen und man muss eigentlich schauen, wie man die heutige Zeit für den Fan wieder so macht, dass er eben da sitzt und sagt, das ist das tollste Wochenende gewesen. Die 1000 PS in deiner Motorsportserie, mit was für Motoren würden die dann erzeugt werden? Wären das Hybridmotoren oder wären es Vierzylinder, Turbos? Also, mir sagt man immer noch, dass ich der totale Gegner bin dieser Formel E bzw. E-Mobilität. Überhaupt nicht. Weil mir als Rennfahrer ist eigentlich egal, aus welchem Aggregat die Leistung kommt. Für mich kann das ein Hybrid sein, für mich kann das ein 12-Zylinder sein, für mich kann das aber auch ein 8-Zylinder sein, für mich kann das aber genauso Elektroantrieb sein, kann genauso Wasserstoffantrieb sein. Völlig egal. Es muss nur ausreichend Leistung kommen, um dann wirklich gefordert sein, das Ding zu bewegen. Und das ist das Problem, was ich bei der Formel E habe. Ich meine, das ist halt einfach Formel 3 Geschwindigkeitsniveau. Und wenn ich jetzt den Anspruch oder wenn ich den Level einer Formel 1 oder das gegenüber der Formel 1 stellen will oder über den Top-Motorsport, auch DTM und so weiter, ist mir das einfach zu langsam und dadurch auch zu wenig Herausforderungen dem Fahrer. Aber wir träumen natürlich noch alle von unserer 12-Zylinder und 10-Zylinder und 8-Zylinder-Zeit. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein 1000 PS aus einem Elektroantrieb rausbringt, dann ist das genauso toll. Denn der eine Renndistanz durchhält vor allem. Ne? Naja, klar, es hat ja keinen Sinn, wenn ich zwei Runden fahren kann. Ja, das ist ja die Krux an der Geschichte, ja. dass man die 1000 PS holt man relativ leicht aus, nur man muss halt dann nachher Rennen fahren damit. Gütern, ne? Ja, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie, dass man die verschiedenen Konzepte auch gegeneinander fahren ließ? Also, dass man sagt, hey, also, einer setzt auf Elektromobilität, also, wenn's mich jetzt, 1000, wenn's, als Leistungsgewicht. Du hast mir gerade gefragt, wie meine Serie ausschaut. Ja, in meiner Serie wäre am liebsten eine Vorgabe eines Energiespeichers und sagen, Ingenieure, macht's was wollt. Das ist ja, das meinte ich. Was wollt's. Davon rede ich seit Monaten mit Engels. Aber ich sage da eins, wir würden alle Verbrennungsmotoren haben und keine Elektromotoren, weil sie am Ende des Tages wahrscheinlich über die Distanz das Einzige sein, was funktionieren wird. Zumindest momentan noch. Aber wenn du nur Leistungsgewicht vorgibst, dann wären es Formelautos mit offenen Rädern oder wäre es geschlossene Karosse? Nein, ich würde geschlossene Karosse machen, weil ich vermisse so diese Zeit. Die Formel 1 haben wir ja, die hat ja eine spektakuläre Technologie und. Aber was ich vermisse, ist so das Gegenstück dazu mit der Karosse, mit dem Dach. Mhm. Und für mich wäre ganz klar das der Fokus, weil ich auch glaube, dass das für die Fans so toll ist, wenn sie sehen, es ist schon noch irgendwo die Silhouette ihres Autos. Und das sie auch zu Hause in der Garage haben. Mhm. Und die Marke, für die sie fiebern. Aber halt jedenfalls etwas, wo wirklich einen extrem hohen Anspruch mit sich bringt. Und es ist natürlich auch heute anders. Die Fahrer werden ja von frühester Jugend oder Kindheit an schon darauf hingeschliffen, was sie mal werden müssen und was sie machen müssen und wie man sich in dem Sport dann verhält. Bei dir war das ganz anders. Du bist aufgewachsen eigentlich ohne Motorsport, oder? Also ich bin eigentlich... Nein. Erstens einmal, heute unterstützen das Eltern natürlich sehr stark, weil auch die Gefahr bei weitem nicht mehr das ist, wie es zu meiner Zeit war und noch vor meiner Zeit war. Also zu meiner Zeit war die Unterstützung von den Eltern meistens sehr limitiert, weil man gesagt hat, mein Sohn wird das nicht überleben, normalerweise. Ja, wenn er eine Karriere hat vor 10 Jahren, hat er eigentlich fast keine Chance, dass er die überlebt. Und darum hat sie immer die Unterstützung sehr begrenzt gehalten und vor allem auch bei mir. Ich habe eigentlich jetzt so weit einmal keine Unterstützung von meinen Eltern gehabt. Habe aber doch, dass wir einen Familienbetrieb gehabt haben, der mit Autos zu tun gehabt hat.
Allerdings mehr mit LKWs, aber wir haben Platz gehabt und so weiter, hat sich bei mir immer alles um Auto und Motoren und den ganzen Schmarrn gedreht. Schon als kleines Kind aus und ich habe auch Platz gehabt, wo ich halt als kleiner Bursche schon mit Mopeds und so weiter immer trainieren habe können und Blödsinn habe machen können. Und ich habe dort, wo ich aufgewachsen bin in Tirol, das war jetzt einmal bei Weitem nur sehr leicht kontrolliert von Polizei, es war nur als Kavaliersdirekte und so weiter. Somit bin ich eigentlich schon aus. Ja, ich bin als Elfjähriger ganz normal schon LKWs gefahren und als Siebenjähriger, Achtjähriger auch schon da und dort einmal auf der Straße mit dem Auto von meinem Vater unterwegs gewesen. Und ja, die Polizei hat mich so alle drei Wochen einmal abgeholt zu Hause und irgendwo wieder verwarnt und so weiter. Aber man ist wegen dem nicht in das Gefängnis gegangen oder. Und so habe ich halt, ich vergleiche es, ich sage, ich bin aufgewachsen, so ein bisschen wie im Wilden Westen. Allerdings halt statt mit Pferden, mit Autos und das Ganze im Wald und mit der Motocross und so weiter. Und da hat man sich halt einfach diese ganzen Themen angeeignet. Es war das Schönste, was man sich als junger Bursche vorstellen kann. Ich träume heute noch davon, wenn ich heute die Jungs anschaue, die halt dann so mit dem Aktenkoffer schon zur Gokartstrecke gehen und der Vater noch vielleicht den Hubschrauber irgendwo hinten abstellt, da wäre man natürlich schlecht dabei. Ja. Und das war halt zu meiner Zeit schon ganz anders. Aber auch heute noch, und das sind ja so viele von Väter, die dann kommen und sagen, ja, mein Sohn ist halt einfach, es hat ihm dann das Geld nicht gereicht oder der Sponsor ist nicht gekommen, das ist alles Bullshit. Wenn man die Storys von die Vettels oder auch von Verstappen anhört, die haben nichts anderes gemacht, als wir einen Gokart am Küchentisch zusammengeschraubt und sind zur Strecke gefahren. Mhm. Und ich glaube halt einfach, es ist halt immer toll, wenn man dann wirklich sieht, wenn jemand Motorsport vom Herzen her in der Familie als Kind aus macht. Es ist auch eine tolle Geschichte, wie da so Vater und Sohn gut zusammenwachsen kann. Es ist auch manchmal ganz lustig zuzuschauen und auch ganz toll, wenn ein Mädel einmal irgendwo in der Familie dann mitgezogen wird und sie ins Kart oder ins Rennauto setzt. Also ich finde es halt nach wie vor, es ist schon ein Sport, der viele, viele, viele Leute anzieht. Ja, oder älter. Absolut. Als du dann den Entschluss gefasst hast, Rennfahrer zu werden, also ich habe mal so ein bisschen durchgehört, dein einziges Vorbild oder wen du so ein bisschen verfolgt hast, war Jochen Rindt. Ja, grundsätzlich habe ich nicht so richtig verfolgt. Ich habe zwar meine Poster aufgehängt gehabt von Rennart, das kann man erinnern, den Capri von Dieter Klemzer, glaube ich, habe ich aufgehängt gehabt. Und dann, ja, und dann hat der Niki sein Alpina und so. Das war halt so einfach in, dass man es als Bursche, wenn die Freunde kommen, sein, dass man das alles wirklich gehabt hat. Aber eigentlich war ich so, ich war mit mir selbst eigentlich beschäftigt. Mir hat eigentlich nur interessiert, diese Dinge selbst zu fahren und zu bewegen. Und da habe ich Zugang zu Rennrad, das habe ich zu der Zeit als Kind nicht gehabt. Kart habe ich so das eine und andere mal versucht einfließen zu lassen bei Gesprächen mit meinen Eltern. Aber wir haben auch keine Kartbahn in der Nähe gehabt. Das Einzige, wo ich halt Kart fahren habe können, war in diese Urlaubsplätze in Italien, da in Rimini Regione, wo halt so Kartplätze waren. Ja, und ja. Und das war ja auch richtig, richtig lustig, weil eigentlich muss ich sagen, das waren so meine ersten regelmäßigen Kartbahnenbesuche, die waren immer im Sommer in den Ferien in Regione mit meinen Eltern. Und da war ich so ein kleiner Bursch. Und mein Vater hat mich da immer hingebracht und da bin ich gefahren und habe natürlich auch immer alles kaputt gemacht und abgelegt und bin halt jeden über den Kopf drüber gefahren und kann mich erinnern, da hat es gegeben, der die Strecke geführt hat, also ein älterer Italiener, der muss dort schon irgendwie 60, 70 Jahre gewesen sein und der hat mir zeitenweise einfach den Hammer in der Hand auf die Strecke rausgezeigt und hat mich wieder reingeholt. So, meine Eltern haben sich geschämt mit mir. Aber er hat mich dann doch immer wieder fahren lassen. Und er hat so ein Jahr für Jahr hat er schon immer lachen müssen, wenn ich um die Ecken gekommen bin, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und er hat gesagt, ja, aber nur wenn ich halt nicht wieder irgendeinen Mann aufführe. Und so ist es jahrelang gegangen. Und das war interessant, irgendwann war ich dann weg da von Regione und so weiter. Und irgendwann bin ich dann Rennfahrer gewesen und irgendwann habe ich mich da raufgegangen. Und irgendwann war ich Ferrari-Fahrer. Ja. Und irgendwann war ich einmal da in der Gegend, da habe ich gedacht, ich muss einmal dorthin fahren, wo ich dieses Kart von begonnen habe. Ja, wirklich, ja. Und dann gehe ich dorthin und trinke dort einen Kaffee und gehe so um die Ecke. Jetzt sitzt der Inhaber immer noch drinnen, der ist in der Zwischenzeit 90 oder 95, keine Ahnung, wie alt das war. Und der schaut mich so die ganze Zeit an und hat aber nicht so richtig gewusst, wo er mich hindern muss. Ja. Und auf einmal
Er hat mich dann als Ferrari-Fahrer natürlich erkannt. Ja. Und auf einmal hat er hat aber immer noch so irgendwie im Hinterkopf irgendwas gehabt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, wie ich wieder. Und dann war das natürlich für den das Beste, was er je erlebt hat, dass ich der war, den er da als kleinen Burschen immer gerückt hat und immer zurechtgerichtet hat. Und ich jetzt derjenige bin, der bei Ferrari fährt. Und seitdem hängen dort auch die Posters und so weiter. Gibt es die Karte noch? Ja, die gibt es noch. Und wenn ich in die Gegend komme, fahre ich auch vorbei. Weil das ist so irgendwas, was halt einfach hängen bleibt. Und das war einfach immer eine gute Geschichte dort. Dein erstes Autorennen war 1978. Ah, nein. Oder 79. 79, ja. Mit dem Ford Escort? Ford Escort, ja, KB5, ja. Okay, und wie haben deine Eltern reagiert darauf, als du gesagt hast, so, jetzt fahre ich? Nein, das war ganz anders. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Wörgl, wie vorher eh erzählt, und es hat dort zwei Rennfahrer gegeben. Einer, der war so. Das war der Franz Albert, sagt vielleicht was, so österreichischer Staatsmeister. Mhm. Österreichisches Niveau, war schon einmal bei, ich glaube, war bei Appert, einmal Werksfahrer. Dazu hat sich das Ganze abgespielt, sehr viel auf Bergrennen. Wir haben ja bei Wörgl, über Hennersberg, haben wir überall Bergrennen gehabt. Und ich bin da halt immer als kleiner Junge auf die Bäume dran gesetzt. Und bin auch schon immer nach der Schule bei meinem Heimweg bei denen vorbeigegangen und habe so beim Fenster reingeschaut und geschaut, wie die Rennautos zusammengebaut haben. Ganz begeistert, habe meine Schultasche da raufgeschmissen und bin am Fensterbank gesessen und habe da reingeschaut. Und die Mechaniker haben mich schon immer im Auge gehabt und die haben schon immer grinst, wenn ich reingeschaut habe, weil sie gesehen haben, dass ich jetzt sehr begeistert bin. Haben mich dann auch später immer wieder einmal reingeschaut, haben mich ein bisschen zuschauen lassen und so. Und dann hat es einen zweiten Rennfahrer gegeben, dann kam Alexios, der so ein bisschen im Schlepptau von diesem Albert war und der auch also eine kleine Werkstatt gehabt hat. Und da war ich dann schon älter, da habe ich dann Mechaniker gelernt, war also eigentlich Lehrbub da zusammen, also als Mechaniker. Und zudem bin ich halt auch immer hingefahren und habe halt immer wieder zugeschaut, wie der in der Nacht so seine Rennautos vorbereitet hat, also ein Porsche 906, glaube ich, hat er mal gehabt. Und, okay, ja. Ja, und dann hat er eben diesen Gruppe 5 Escort gehabt. Und dann habe ich halt so ganz neugierig zugeschaut, immer wieder. Und er hat natürlich gewusst, wo ich bin, und er hat auch gewusst, dass meine Eltern selbstständig so einen Betrieb haben und auch das nötige Geld hätten, mich da zu unterstützen. Und er wollte eigentlich diesen Gruppe 5 Escort verkaufen. Was ich aber nicht gewusst habe, den wollte er verkaufen, hat sich da ein bisschen schwer damit verkaufen. Und irgendwann sagt er zu mir: Du, sag mal, möchtest du gerne mal so Rennen fahren? Und ich habe mir gedacht, ich höre irgendwie nicht richtig, weil ich war schon bekannt in der Gegend als derjenige, der da irgendwie das Talent dazu hätte. Und so bei diesen ganzen Motocross-Geschichten und so, wo ich überall dabei war, habe ich halt immer irgendwo eine Visitenkarte abgegeben und habe gesagt, naja, schon, aber wir sollten das gehen. Ja. Ich sogar war Wiener mit einem Wiener Dialekt. Also er wird mir da das Auto leihen. Ja, sage ich, aber ich habe ja gar keine Lizenz. Also, ja, Lizenz hilft einem auch zum Besorgen. Ja, um wo sowas wäre, ja. Ja, im Zeltweg gibt es jetzt ein Rennen im September. RRSC13, glaube ich, hat es dazu mal geheißen. Staatsmeisterschaftslauf, Gruppe 5. 2 Liter, 1600, 1300, oder wie immer die Kategorien dazu mal geheißen haben. Und er wird mir das Auto leihen. Ja, okay. So, und dann haben wir uns vorbereitet. Er hat mir dann auch die Lizenz besorgt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, jedenfalls habe ich irgendwann alles zusammen gehabt. Und ich war aber zu der Zeit in der Berufsschule in Innsbruck und war auch dort unter der Woche in diesem Internat dort für die Berufsschule. Und irgendwann war das Datum da und irgendwann hat es geheißen, ja, nächste Woche fahren wir. Und dann hat er mir noch seine Rennschuhe geliehen und so, wenn er irgendwie zusammen war. Und bin dann so nach Zeltweg mit dem am Anhänger, den Gruppe 5 Escort, nach Zeltweg gefahren. Und zu meinen Eltern, die habe ich ja gesagt, dieses Wochenende muss ich lernen in der Berufsschule, weil ich habe halt nächste Woche Prüfungen und somit bin ich das Wochenende nicht zu Hause. Soweit war das alles klar und wir sind dann nach Zeltweg gefahren und auf dem Weg nach Zeltweg sagt er zu mir, du, jetzt müssen wir noch über den Preis reden. Kann der Österreicher. Ja, sag ich, Geld, ich habe kein Geld. Naja, sagt er, aber umsonst kann er das natürlich nicht machen. Ne? Dann sag ich, jetzt muss ich sagen, ich habe schon so erfreut, dass ich überhaupt mitfahren kann zu dem Rennen. Dann fährst du das Rennen und ich schaue zu, weil das für mich auch schon so ein Erlebnis ist, toll.
wo wer sagt, naja, jetzt habe ich schon gesagt und so, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Aber zumindest muss man garantieren, wenn das Auto kaputt ist, dass es bezahlt wird. Ja. Man wechselt unterschrieben dazu mal. Man denkt, ja, no risk, no fun, geht schon dahin. Und somit bin ich dort dann irgendwann auf der Startaufstellung gelandet. Und dann habe ich das Glück und das Pech gehabt, dass ich das Rennen gewonnen habe. Und somit war ich das in den Zeitungen gewonnen. Ja. Okay. Und, da bin ich dann in der Zeitung überall gestanden. Somit bin ich, mein Vater hat jeden Tag in der Früh die Tiroler Tageszeitung gelesen. Und da war ich natürlich ganz groß vorne drauf. Also, aber nicht mit der Berufsschule, nicht mit dem Schulbuch, sondern mit dem Rennauto. Und der war aber dann auch noch super zu mir. Also der Kompalex ist da zu mir und gesagt, der Frank hat gesagt, du, Gerhard, so wie du fährst, darfst du eigentlich nicht mein Auto kaufen, sondern du musst eine professionelle Karriere machen. Du musst da weiter. Und daheim war das jetzt alles dann ein bisschen ein Zirkus, wo er auf meine Eltern gesagt hat, naja, unser Sohn hat einfach viel zu viel Freizeit, der muss mehr arbeiten. Weil er muss ja irgendwie in das Unternehmen einsteigen und nicht Rennfahrer. Und dann war ich mal wieder ein Jahr lang glattgestellt. Und dann nach diesem Jahr habe ich mich dann aber selbst aufgerafft und gesagt, so, kann ja jeder sagen, was er will, ich fange jetzt Rennfahren an. Und da habe ich mir dann einen Totalschaden Alpha Sud gekauft, habe den mit meinen Leuten aufgebaut, Mechaniker. Und das war dann 1981, war dann meine erste volle Saison im Alpha Sud Cup. Also du bist im Endeffekt, du bist ein Rennen gefahren, hast es gewonnen und hast ein Jahr nichts mehr gemacht. Genau, nichts mehr genau, machen dürfen. Ja, genau. Und dann war noch ganz lustig, weil dann bin ich 81, meine erste Alpha Sud Cup Saison gefahren. Mhm. 82, 83 bin ich Formel 3 gefahren. Und 84 waren der Formel 1. Also in Summe habe ich irgendwie, glaube ich, 40 Rennen gehabt und dann bin ich Formel 1 gefahren. Und das waren dazu mal die 1000 PS-Dinger, wo mir heute halt immer noch sagen, darunter ist es einfach kein Herrensport. Aber ich glaube, ganz ohne Förderer, das gibt's nicht. Also ganz ohne Förderer ging es aber auch nicht. Im Alpha Sud Cup hast du schon den Helmut Marko kennengelernt, glaube ich. Nein, überhaupt noch nicht. Im Alpha Sud Cup haben wir nur lokale Leute gefördert, die halt so, wir haben gehabt so eine Alpha-Werkstatt, okay. Ascher haben die geheißen, Hubert Ascher. Der auch schon mit Klaus Reisch, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, das war auch dazu mal, der ist Typ 33 bei Alpha Werksfahrer gewesen, der ist verunglückt, 71 in Imola. Jedenfalls, der hat auch schon die unterstützt, da war ich halt auch überall bei der Unterstützung dabei. Aber in Wirklichkeit waren die 81 Alpha Sud Cup, wo wirklich ein Mechaniker, der bei uns gearbeitet hat, der mich immer unterstützt hat, der mit mir immer gearbeitet und ich haben die Autos als Auto aufgebaut und so sind wir zu den Rennen gefahren. Und es war ja auch, es war richtig lustig, weil mein erstes Rennen, also die Stars so in der österreichischen Szene war dort, wie vorher erwähnt, Franz Albert, aber noch viel mehr, der Vater von Karl Wendlinger. Ah ja, genau, Wendlinger, Kalli, der war halt so, und der war auch im Alpha Sud Cup, der war auch so in Österreich zusammen mit einem Wiener Meier so die Top, aber wir haben so irgendwie 10 Fahrer in Österreich oder 12 Fahrer gehabt in Österreich, die ganz gut im Alpha Sud unterwegs waren, und das war das erste Jahr der Alpha Sud Europameisterschaft. Mhm. Und ich habe mich dort angemeldet und habe das Auto gekauft, habe das Auto aufgebaut und war dann halt auch immer wieder in der Werkstatt von denen, vom Wendlinger und so. Und die haben auch einen Mechaniker gehabt, einen sehr guten Alpha Sud Mechaniker, der eben sehr gute Motoren gemacht hat. Sepp Sevignani, super Typ. Und den habe ich dann gebeten, ob er nicht für mich auch so ein Motto machen könnte, weil ich brauche ja ein Motto. Ja. Da haben wir halt alle ein bisschen belächelt. Haben schon gewusst, dass ich mit den Dingen irgendwie schon zurechtkommen wäre, aber haben mich natürlich überhaupt nicht einschätzen können, wo ich mit dem Thema umgehe. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen da auch ein Motto mit. Ja. Und dann ist es immer näher gekommen, das erste Rennen, und dann haben wir Motor eingebaut und ja, nächste Woche fahren wir nach Vallelunga, in Vallelunga war das erste Rennen. Und dann war halt dann nochmal so ein bisschen ein Stammtisch, wo die Rennfahrer halt alle zusammengekommen sind, mit ihren Mechanikern zu besprechen, wann man halt wegfährt, fährt man miteinander, wie immer. Und man fährt jetzt dann ein Alpha Sutros aus Österreich nach Vallelunga. Und dann habe ich mir erlaubt, weil die halt alle von den Reservemotoren auch geredet haben, habe ich irgendwann einmal die Hand aufgezogen gehabt und habe gesagt, Seppe, ich habe noch keinen Reservemotor. Machst du mir auch noch einen Reservemotor? Und dann haben sie alle gelacht und haben gesagt, ja, Gerhard, wir fahren nach Vallelunga, ist eine Europameisterschaftslauf, da sind 90 Autos am Start. Du fährst nach dem ersten Quali-Training, also da war Pre-Qualifying über 3 Tage. Jedes Jahr
immer Gruppen und so weiter. Du fährst nach dem ersten Tag ja wieder nach Hause, du brauchst keinen Reservemotor. Ah, ich sag, okay. Und habe mich halt dann irgendwann nochmal damit abgefunden, dass ich halt da ohne Reservemotor und die anderen alle anhaben. Und dann ist das unten losgegangen, jedenfalls um die Sache abzukürzen, nach dem finalen Qualifying, wo ich zweitschnellster für die 90 und alle anderen Österreicher sind aber nach Hause gefahren. Und ich bin dann nur rübergegangen und sage, könnt ihr mir einmal einen Reservemotor rüberschieben, weil ich brauche halt nur einen. Hast du es auch gewonnen? Nein, habe ich nicht gewonnen. Ich bin dann, glaube ich, abgeflogen oder ich weiß nicht mehr. Aber das ist erledigt. Ja, das hat sich irgendwie erledigt. Du, aber dein Vater hat das schon akzeptiert? Oder hast du sie da irgendwie über 2 Jahre weich geklopft? Akzeptiert hat mein Vater erst, sobald ich Geld verdient habe. Ich habe dann relativ schnell Geld verdient. Aber in dem Moment war dann ist so, dass ich halt einfach, dass das mein Hobby war und ich das am Wochenende mache. Unter der Woche habe ich immer gearbeitet, zu Hause im Betrieb. Und am Wochenende bin ich halt meine Rennen gefahren. Und die Autos habe ich halt immer in der Nacht vorbereitet. Aber so soll es ja auch sein. Das so kann es ja. Ne? Ja, so ja, ja. Das ist ja irre. Also dieses Raketenartige, also man kann mit dir wirklich nicht lange darüber reden, was vor der Formel 1 war. Wie du sagst, 40 Rennen, das ist für mich kaum zu glauben. Das war ja auch schon ein Riesenhandicap, das ich dann am Ende in der Formel 1 mitgeschleppt habe. Dass ich halt einfach von der Erfahrung her ein riesiges Handicap gehabt habe, auch wenn ich dann mit Senna zusammengefahren bin. Ja, und so. Da war bei mir halt immer noch Erfahrung sammeln. Aber ich bin dann Alfa Sud gefahren und dieses Jahr. Und das war auch super, weil Alfa Romeo ist dann zu mir gekommen und gesagt, eigentlich musst du was anderes machen, du musst weiter. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ich habe ja kein Geld und nichts. Ja. Und dann hat Alfa Romeo gesagt zu mir, sie geben mir gratis Formel 3 Motoren. Und dann habe ich mir jetzt ein bisschen umgehocht, da bin ich ja Formel 4 drinnen gefahren, aber ich mir gedacht, jetzt muss ich meinen Monoposto probieren, das war ganz lustig. Dann kann ich mich auch noch gut erinnern, habe ich den Alfa Sud Cup Europameisterschaftslauf am Österreichring im Zuge der Formel 1 gewonnen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt muss ich mal irgendwie so einen Monoposto probieren. Dann haben wir einen Monoposto gemietet. Formel 4 1600 war das da zum österreichischen Staatsmeisterschaft. Ich kann mich erinnern, es hat einen gegeben, der da zumal ein bisschen dominiert hat. Der Bischof hat der geheißen, aber ich glaube auch in dem Rennen war der Franz Tost, der heute bei Toro Rosso ist und so weiter. Und dann habe ich mir ein Auto gemietet und dann bin ich das Formel 4 Training gefahren und ich bin natürlich aus der Alpha Sud gekommen und dort war es ja gang und gäbe, dass man schiebt, dass man sich gegenseitig duschiert, dass man und. In der Formel 4 war das natürlich strengstens nicht so toll, weil er gesagt hat, wenn du an der Frau kriegst, steigst du auf und fährst und hebt einer ab. Und ich glaube, ich war dann im Training gleich schnellster oder zweitschnellster oder schnellster erste Reihe. Ich habe dann leider einen Jumpstart gehabt, glaube ich. Und bin dann aber doch wieder irgendwie in dem Rennen mit diesem Bischof ungefähr 20 Mal touchiert und ich habe es, glaube ich, auch gewonnen, das Rennen. Ja, ich habe es gewonnen und es haben die Autos halt um mich herum keine Nasen und nichts mehr dran gehabt, weil man halt überall das Image des Verrückten sein kann. Halt. Aber es war dann das Thema auch so weit einmal hinter mir, worauf ich gesagt habe, okay, nächstes Rennen, es muss jetzt eigentlich schon 2 Liter, muss jetzt ein 2 Liter Formel fort. Führen, da habe ich dann einen riesen Massencrash verursacht in Hockenheim, erste Schikane, kann ich mich erinnern, mit Senna da zum Beispiel und dann sind irgendwie 20 Autos dann gelegen und das Rennen abbrochen und ich war mittendrin. Das war dann mein Formel 4 2 Liter Auftritt und von da bin ich dann aber schon gleich gesagt, ach was, jetzt gehe ich gleich in die Formel 3 und habe mich dann mit dem Josef Kaufmann in Deutschland getroffen und bei dem bin ich dann in 1982 meine erste Formel 3 Saison in Deutschland gefahren. Und das war auch so auf und ab, weil ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe ja nicht einmal gewusst, wie man ein Auto abstimmt oder wie man ein Auto überhaupt abstimmen kann. Weil beim Alpha Sud ist der Flammer vorbei. Das ist gleich mal vorbei. Genau, Reifenluftdruck und Gas geben und schnell bremsen und schauen, dass das Ding halt irgendwie am. Das ist schon das Grundhandwerkszeug. Aber technisch habe ich natürlich nichts gelernt. Du kannst auf einmal Spoiler verstellen und Spursturz und das ganze Zeug. So, und da habe ich mich halt dann irgendwie so versucht, da durchzuwurschteln. Dazu mal, ich glaube, John Nielsen war der
schnellste Mann, den wir da zum Beispiel haben, waren aber ganz gute dabei. Und ich war mir das irgendwie, glaube ich, auf dem dritten Platz einpendelt irgendwann. Und es war ganz in Ordnung. Und da bin ich dann auch ein Rennen gefahren in Hockenheim. Und das war auch so ein Rennen, wo ich halt einfach irgendwie mehr duschiert habe und irgendwie sind immer. Die anderen sind dann immer geflogen irgendwie, da bin ich immer wieder auf der Strecke geblieben und die anderen sind übrig geblieben. Und da ist dann das nach diesem Rennen das erste Mal der Helmut Marko zu mir gekommen, den ich natürlich nur vom Namen her gekannt hat. Und hat gesagt, naja, was machst du nächstes Jahr? Sag ich, nichts mehr, weil ich kein Geld mehr habe und so weiter. Sag ich, ja, dann komm dann einmal, komm nach Graz, ich schau mal, ob ich was machen kann für dich. Und da hat dann die Zeit mit Helmut Marko begonnen und da hat dann meine echte Profizeit begonnen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr den Geist der alten Schule im Herzen tragt, dann könnt ihr das jetzt jedem zeigen und zwar mit einem alte Schule Aufkleber. Bisher das einzige an Merchandising, mit dem ich euch belästige, das aber mit großer Leidenschaft und mit zunehmender Freude über all die tollen Bilder, die ihr mir von euren Autos mit meinem alte Schule Sticker schickt. Es gibt ihn in rund, in eckig, in groß, in klein und den Link zum Kauf findet ihr hier unten im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Gerhard Berger. Viel Spaß. Und du hast aber schon ganz früh, was du jetzt eben schon, der Name ist gerade gefallen, Senna. Du hast Senna schon kennengelernt im Alter von 20, 21 Jahren zu dieser Formelzeit. Ja, ja. Und erste Mal mit dem Formel, mit dem 2-Liter Formel Ford, glaube ich. Senna ist ja nun tatsächlich auch so ein, der sich ins Auto reinsteigert, ohne Ende alles an Abstimmungen macht und alles von frühester Kindheit auf irgendwie auch gelernt hat, mehr oder weniger, und das Auto extrem gespürt hat. Und du bist zu ihm hin und hast gefragt, wie er das Auto abgestimmt hat, oder? Oder hast du die einfach so mit in der Formel 3 habe ich das schon mal gemacht. Genau. In der Formel 3 bin ich in Silverstone Rennen gefahren. Und es war immer schon so, wenn wir aus der Europameisterschaft oder aus Europa oder aus Deutschland oder aus Österreich nach England kommen sind, in Silverstone haben wir uns die normalerweise immer richtig Saures gegeben, weil die Engländer waren da so zu Hause, die Strecke war schwierig. Mhm. Die waren so zu Hause, die haben die Getriebeübersetzungen je nach Wind, da hat nur ein bisschen der Wind gedreht und dann haben die schon wieder andere Übersetzungen gefahren und so weiter. Und dann bin ich einfach zum Senna rübergegangen und sein Team war da zum Beispiel der Dick Bennett. Und ich habe gesagt, sag mir jetzt mal, was für eine Übersetzung hier drin habt. Ich bin da irgendwie ein bisschen von der Rolle. Und die haben dann natürlich gelacht, weil sie das wahrscheinlich noch nie erlebt haben, dass da irgendeiner Krimp. Und das war jetzt, das, ja, Tiroler kommt und fragt einfach mal Beinhardt. Das ist ja ihre Geheimnisse, immer schnell auf den Tisch legen. Das hat wahrscheinlich nur halb funktioniert, aber trotzdem, das waren so meine ersten Kontakte mit Dick Bennett und mit er dann. Und du bist dann aber auch, also ihr habt euch nie so richtig aus den Augen verloren, kommt vielleicht auch gleich noch kurz drauf, wie du mit ihm in einem Team gefahren bist und auch blauäugig gesagt hast, naja, dann ist halt Senna im Team. Ja. Aber du warst dann früher auch noch so ein bisschen hin und her gerissen mit Formel und Tourenwagen, dass der Dieter Stappert auf dich zugekommen, oder? Vom BMW, der ja, BMW das war, also das war vielleicht noch vorher eine Sache, wo ich den Senna dann noch einmal, wo ich den Senna besser kennengelernt habe, auch noch in der Formel 3, sind wir Rennen in Macau gefahren. Und er hat gewonnen, Guerrero war Zweiter und ich war Dritter. Und ich habe aber die schnellste Runde gehabt. Ich habe sie aber nicht gehabt. Ich habe genau gewusst, ich habe sie nicht gehabt, weil ich meine Rundenaufzeichnungen gesehen habe. Aber offiziell zwar schnellste Runde, aber die schnellste Runde hat Senna gehabt. Aber offiziell war sie. Die haben halt irgendeinen Fehler gemacht gehabt. Und dann kam am Abend, waren wir auf so einer Party, und dann kommt er dann zu mir und erklärt mir eine Stunde lang, dass er die schnellste Runde gehabt hat. Warum er nicht die schnellste Runde? Warum er nicht? Warum nicht? Das ist irre. Ich dachte, das ist völlig wurscht, du meinst die schnellste Runde. Aber da hat man, na, wenn ich mich jetzt zurückrenne, das war schon die ersten Anzeichen, mit welchem Ehrgeiz, mit welchem, der hat gar nicht damit umgehen können, dass da vielleicht ein Fehler passiert, dass sein Name nicht als schnellste Runde draufsteht. Ja, und dann bin ich halt da in Formel 3 gefahren. Beim Helmut Marko, und der Helmut Marko hat mir ja natürlich, der hat mir wirklich die Profiwelt gezeigt, erklärt, und der hat wirklich, der hat mich geformt, wenn man so will. Ja. Aber was hat er geformt? Weil du bist ja eigentlich einer, der schon sehr viel Handwerkszeug mitgenommen hat. Und du hast immer gesagt, man kann, später hat ja jemand versucht, irgendwie, ich glaube, wer war das bei McLaren, ne? Oder ja. der hat versucht, dich irgendwie zu, ja, ja. So zu, ja. zu deformieren. Ja, nein, das hat genau der Helmut nicht gemacht, weil der Helmut Marko ist jemand, der ganz genau unterscheiden kann, ob jemand
seine Performance bringt, weil er einfach so gut sein technisches Verständnis hat, die Abstellung hat oder so viele Rennen gefahren hat oder und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, für mich war mein großer Held war dazu mal der John Nielsen, mhm, weil der einfach so perfekt alles gemacht hat und so ein Rennen nach dem anderen abgeliefert hat als Sieger. Und den Helmut hat er überhaupt nicht beeindruckt. Und hat immer gesagt, ja, aber der fährt ja schon, was weiß ich, wie lange. Klar, was würde der sonst noch machen, als wir gewinnen? Und ich habe mir gedacht, ja, aber der ist doch viel besser wie ich. Und der Helmut hat mir gesagt, du vergisst es, schau nicht links und schau nicht rechts. Schau, dass jetzt, was macht dein Auto, stimm's ab und lass fliegen. Okay. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann einmal mit seinem M1 Rennen gefahren. Und da haben wir irgendwie immer Zündaussetzer gehabt, das ganze Training. Haben das nicht weggekriegt und haben es dann für den Sonntag noch mal versucht, in Ordnung zu bringen. Vor auf die Startaufstellung, der Einführungsrunde, sage ich, ich habe immer noch die Zündaufsetzer, geht nicht. Dann sage ich, schau rauf, sage ich, wohin? Nimm mal, es fängt gleich Regen an. Da ist das völlig wurscht, ob du einen Zylinder mehr oder weniger hast. Völlig egal. Also der hat einfach die Einstellung gehabt, Kim, einfach umsetzen und okay, Gas geben und das Beste daraus machen. Und abgesehen davon hat er natürlich ganz genau den internationalen Blick schon immer gehabt, der für mich ja weit weg war und international dieses Niveau auch sehr gut einschätzen können und sagen können, das ist gut oder das ist nicht gut. Und dass da ohne weiteres ein Rennen einmal abliefern können, das Mist war vom Resultat her, aber deine Leistung insgesamt gut war. Mhm. Und der hat auch den Tiefgang in der Analyse immer gehabt. Also der Helmut war schon perfekt. Für einen jungen Burschen. Ich weiß, da gibt es viele Kritiken, weil da gibt es ja heute viele, die sagen, der macht die Jungen kaputt. Der schaut sich halt eine Zeit lang an und lässt sie dann fallen, wenn sie die Leistung bringen. Ja, genau. Plötzlich magst du den als Nachwuchsfahrer nicht erzählen und lässt da nicht durchgehen. Und der steht hinter dir wie ein Fels, solange er überzeugt ist. Und wenn er nicht überzeugt ist, bist du weg. Und so soll es ja auch sein. Das soll ja Leistungssport sein, aber nicht irgendwie. Und auch in dem Umfeld hat er mir dann gesagt, ob ich den Burkhard Hummel kenne. Sag ich, nein, kenne ich nicht. Es ist ein Ötztaler. Sag ich, fahr mal zu dem rein, schau mal, ob er einen Sponsor hat für dich. Jetzt Ötztaler, du hast die Nummer, ruf den an. Sag ich, und was macht er? Ist das eine Managementagentur oder was ist der? Sag ich, nein, ist ein Fahrradhändler, Installateur und Fahrradhändler. Sag ich, was soll ich jetzt mit einem Fahrradhändler machen? Sag ich, fahr rein zu dem. Ja. Ja, fahr rein, triff ich den nochmal, Burkhard Hummel das erste Mal. Und der erklärt mir dann seinen Freundeskreis und was weiß ich, von Colin Chapman bis zu Max Mosley bis was weiß ich was alles. Ich habe mir überhaupt nicht auskennt, warum da im Ötztaler sitzt, der Installateur ist und mit denen alle sehr gut verstrickt ist und unter anderem auch ein enger Freund von ihm, der Dieter Stappert ist und sogar, und ich rufe jetzt einmal den Dieter an und der sollte einmal drauf schauen, ob er da helfen kann. Und der Dieter Stappert war auch wiederum natürlich aus Österreich ein guter, ein enger Freund von Helmut Mark und so hat sich der Kreis dann geschlossen. Und dann hat der Dieter gesagt, du, ja, gehen wir bei uns mit testen und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Und dann bin ich glaube nach Mugello zum ersten BMW Test gefahren, Werksauto. Werks 35, oder? Werks 35, ja, war super. Ja. Und war auch noch ganz lustig, weil die Dinge haben dann so mit den Qualifying-Reifen so ganz guten Grip gehabt und ich habe das dann irgendwie genossen, dass das Ding auf zwei Räder auch um die Ecken geht und ich kann mich erinnern, da hat es gegeben den Eckenberger, das war der war im BMW-Einsatzteam fürs Werk auch, Schweizer, ne? Der hat sich dann furchtbar aufgeregt, wie man so halt beim Zeug nicht umgeht. Und, aber der Schnitzer hat es wieder ganz toll gefunden. Und somit bin ich dann auch irgendwann beim Schnitzer gelandet und hab dann eine lange Zeit mit BMW und Stappert beim Schnitzer verbracht. Aber es war für dich immer, du hast immer Richtung Formelkarriere geschielt und immer gesagt, nein, mir war es eigentlich immer ziemlich egal. Ja, Hauptsache ich habe fahren können und was Gutes, okay, zum Fahren gehabt. Da war ich dann BMW-Werksfahrer und der BMW und der Schritt war eigentlich weniger, um jetzt mich weiterzubilden als
als Turnbahnfahrer, sondern wir waren ja so, wir haben Geld braucht beim Helmut. Wir haben Einkommen braucht, damit wir wieder unsere Formelautos einsetzen haben können. Und somit bin ich als Werksfahrer wie Geld verdient und das, habe ich, das Geld habe ich dann wieder abgegeben und bin halt meine Formel 3 Rennen weiter. Das hört man auch so oft, dass das immer so ein Kreislauf war bei euch alten Rennfahrern. Ja, 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 das war, auf der einen Seite das Geld verdient, auf der anderen Seite gleich wieder abgegeben. Und man hat auch Erfahrung gesammelt. Ja, ja, klar. Wie ist es zum ersten Formel 1 Test gekommen? Ja, das war irgendwie auch ganz lustig, weil ich bin da Formel 3 gefahren. Ich bin dann vom Helmut Marco zu den Italienern gegangen, zum Trivelato. Mhm. Bin dort Formel 3 gefahren. Und das war auch noch mal lustig, weil der Roberto Ravaglia, der ja einige Male Weltmeister und Europameister im Turnwagen war, der war beim Trivelato Formel 3 Fahrer. Und irgendwann hat sich der Trivelato an mich gewendet und hat gesagt, ich kann bei ihm Formel 3 fahren, war ein sehr gutes italienisches Team. Patrese und die sind da alle gefahren und ich habe halt kaum oder überhaupt kein Geld bringen müssen. Und somit habe ich das mit Helmut besprochen und gesagt, dort wird man halt umsonst fahren. Und somit haben wir dann entschieden gemeinsam, ich gehe zum Trivelato. Und ich wollte aber eigentlich nicht zum Trivelato, sondern ich wollte eigentlich mit Helmut weitermachen und habe dann irgendwie versucht, da rauszukommen und habe zum Trivelato immer höhere Bedingungen gesetzt. Und die letzte Bedingung, weil man gedacht habe, die macht er sicher nie mit, habe ich gesagt, nein, du bist ein italienisches Team, du hast mit Ravaglia einen italienischen Fahrer, das ist mir zu unsicher, dass da dann auch alles zu meinen Gunsten läuft. Das kann ich so nicht machen. Worauf der den Ravaglia auf die Straßen gesetzt hat. Und somit habe ich nicht mehr anders können, als wir dorthin gehen. Habe aber so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich den Dieter Stapper angerufen habe und gesagt, du Dieter, da gibt es den Ravaglia, das ist ein italienischer Formel-3-Fahrer, der fährt eigentlich auch schnell, sage ich, aber und den haben sie jetzt wegen mir auf die Straßen gesetzt. Und jetzt können wir den nicht bei uns zu mir auf den Turnwagen setzen, damit der wenigstens dort gut zum Fahren kommt. Ja, sag ich, schauen wir uns einmal an. Und dann sind wir mit dem Andes gefahren und der ist ja wirklich sehr gut gefahren. Und schnell gefahren. Der Mann eigentlich. Mit dem ist der 24 Stunden Spa. Ja, ich bin mit ihm dann 3 Jahre lang gemeinsam beim Schnitzer gefahren. Das war mein Teamkollege. Genau. Ja. Also wo gegen Stuck und Quester waren. Das andere hat er auch die 2 Jungen. Und wir waren dann ein perfektes Team für BMW. Und der Roberto hat ja viele Erfolge eingefahren dann für BMW und ist ja bis zum Ende BMW-Werksfahrer geblieben. Und das war dann mein BMW-Schnitzer-Team. Und von dort weg sind wir halt dann Formel 3 gefahren und Turnwagen gefahren. Und irgendwann kommt auch wieder der Ötztaler Installateur und sagt, du, mein Freund ist ja der Günther Schmidt. Und ich habe zu dem jetzt einmal gesagt, er fährt da nur mit Winklock mit einem Auto, da sollte doch 2 Autos einsetzen. ATS, ne? ATS, ja. Ja, genau. Das wäre doch was. Könnte man, wir müssten das machen. Ja, sag, das kann ich mit dem schon hinkriegen. Ja, wenn es geht, freue ich mich. Ja. Auf einmal, im Termin mit Günther Schmidt in Ibiza, können wir erinnern, sind wir dann nach Ibiza geflogen, 1983 war das, oder 1983 war das, ja. Und haben dann mit dem Günther Schmidt gehört und sagt, Günther, ja, sag, wäre schon dabei, das einmal zu probieren, muss jetzt einmal schauen, ob ich da noch Teile habe, ein Auto noch weiteres zusammen zu bauen. Und sag, aber ich sage euch gleich, ich habe keinen Motor, ich brauche einen Motor. Ja. Daraufhin bin ich wieder zu BMW gegangen, zum Stadtbad und habe gesagt, du, Dieter, ich brauche einen Motor für 1 oder 2 Rennen. Ja. Ja, sag, ich weiß nicht, ob ich das bei mir im Vorstand durchbringe, aber ich kann einmal probieren. Jedenfalls hat es dann, weil ich halt auch für BMW dort im Turnwagen einen guten Job gemacht habe, war es dann so weit, dass das BMW im Vorstand beschlossen hat, mit dem Paul Rosche zusammen, so dass sie mir für 2 Rennen gratis Motoren zur Verfügung stellen. Ja. Und dann bin ich wieder zurück zum Hummel und habe gesagt, wir sagen Günther, Motoren, das geht, ja, haben wir, ja, super, haben wir. Sag ich, und dann sagst du mir noch gleich, wir brauchen die Fläche vom Autosch für unsere Sponsoren, vielleicht können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Das hat er dann auch noch durchgebracht und somit hat dann der Schmidt beschlossen, dass er am Red Bull Ring, da zum Herrn Österreich Ring, das erste Mal und in Monza ein 2. Auto einsetzt für mich. Komplett zum Schock vom Manfred Winklock dort einmal. Und der Norbert Haug war sein Manager dort. Okay, okay. Aber nicht, weil er gegen mich was gehabt hat, sondern ganz einfach, er hat gesagt, die sind ja nicht einmal in der Lage, ein Auto vorzubereiten und jetzt wollen sie 2 Autos machen. Wie soll denn das gehen? Ja?
Trotzdem, der Günther hat es durchgezogen. Ich habe meine erste Chance gekriegt zum Formel 1 fahren, war da eigentlich dann auch gleich einmal flott unterwegs und beim zweiten Rennen hat es uns dann noch irgendwie in Punkte reingespült. Gespült und somit habe ich auch schon meinen fixen Platz gehabt für den Rest der Saison. Der Rest der Saison, aber der erste Formel-1-Test, das war irgendwie mitten, du bist ein ganz anderes Rennen gefahren und bist nicht drin gefahren, oder? Ich bin mit Ravalli ein 24-Stunden-Rennen in Spa gefahren. Und auf einmal kriege ich auf dem Weg dorthin einen Anruf, ich kann testen in Sandford, Formel-1-Testen. Aber ich kann nicht, weil ich bin auf dem Weg nach Spa, aber 24 Stunden, ja, das ist deine Chance. Du musst dir überlegen, wie du das machst. Auf, bin ich zum Charlie Lamm gegangen, vom Schnitzer. Charlie, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Ja, okay. Und dann haben wir es jetzt hingekriegt, dass ich gleich nach dem Qualifying, ich glaube, wir haben das Auto dann auf Pole gebracht oder so, gleich raus, bin dann mit einem englischen Journalisten, Joe Stewart, sind wir nach Sandford gefahren mit dem Auto. Also mit dem Oberall raus aus dem Qualifying, rein ins Auto, nach Sandford gefahren, keine Ahnung, wie viele Stunden das waren, und dort dann meinen ersten Formel-1-Test gefahren. Mit der fixen Zusage, wir sind gleich wieder zurück, nur das hat sich alles irgendwie so ein bisschen verzögert, sodass ich, wie ich zurückgekommen bin, oder wie ich auf dem Rückweg war, das Rennen schon gestartet hat, dann hat der Ravalli den Start gefahren. Und für den zweiten Stint war ich dann vorgültig vorgesehen, wo ich aber auch noch nicht rechtzeitig da war, weil ich einen zweiten Stint fahren müssen. Und wie der zweite Stint vorbei war, bin ich gerade angekommen aus dem Auto raus, in den 635 und dann ist da weitergegangen. Und das habt ihr aber gewonnen? Ich glaube, wir haben es gewonnen. Das Konzern, ja. Das ist unglaublich, mit Max Surer als Trainer. Mit Max Surer, ja. Wir haben es Jahr vorher Ja, ich glaube, es war das Vorjahr mit Manfred Winkelhock. Wir haben das Rennen auch 23,5 Stunden geführt. Aber in der letzten halben Stunde haben wir Lichtmaschinenschaden gehabt. Wahnsinn. Wie war denn das Feeling das erste Mal im Formel 1? Das muss ja eine Leistungsexplosion gewesen sein, oder? Ja, das war, ich kann mich heute noch erinnern, es war einfach unglaublich. Das stärkste Auto, was ich zu der Zeit gefahren bin, ein Formelauto, wo 168 PS, ein Formel 3, und das stärkste Auto halt sonst war der 635er, der natürlich Gewicht ohne Ende gehabt hat. Ja, aber mit 3 Tonnen Gewicht. Ja. Also, und dann kann ich mich erinnern, wie ich da eingestiegen bin. Das war einfach, das Ding hat einfach nicht aufgehört anschieben. Also im fünften Gang ist das abgegangen wie der Formel 3 im ersten. Und da haben wir dann auch so gedacht, ich kenne die Strecke nicht, ich bin noch nie in einem Formel 1 gesetzt, bin noch nie ins Sandfahrt gefahren. Das wird alles nicht den besten Eindruck. Wie viel Leistung hatte der Formel 1? Naja, ich würde jetzt mal sagen, also, bei dem Test wird er irgendwo 750 PS oder so gehabt haben. Das ist unvorstellbar. Ja. Und im Qualifying haben wir halt dann die 1000 knapp auch erreicht. Aber ich habe dann auch Folgendes gemacht. Ich habe mir die Boxen. Mauer war ja da so direkt vor der Dartzahnkurve. Und da habe ich mir dann einfach geschaut, wo der Piquet und die Bremsen. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mir jetzt da einfach merken. Und da muss ich einfach, das ist der Bremspunkt. Und da kann ich mich erinnern, dann bin ich irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Runde da runtergekommen. Und die Dinger haben ja so gebremst, weil da bist du nur, wenn du vom Gas gegangen bist durch die Flügel, weil hatte der schon mehr verzögert wie alle anderen Autos, die ich gefahren habe, die auf der Bremse gestanden bin. Und dann irgendwann nach ein paar Runden habe ich mir gedacht, so, jetzt hopp oder drop. Und habe das stehen lassen, das Ding halt einfach bis zu dem Punkt, wo der Piquet halt abbremst hat. Ja. Bin dann irgendwie noch in diese Tatsache, irgendwie noch rund um die Tatsache gekommen. Und Schmidt ist dann nach der Session zu mir gekommen und sagt, du bremst aber spät. Ja. Und somit habe ich da auch wieder meine Eintrittskarte gehabt. Naja, das war ja auch erfolgreich dann. Ne? Ja, so ist dann der Erwähnung. Ging das in der Formel 1 ja eigentlich ganz cool los, auch wenn du nicht immer das beste Material hattest. Und dann kam ein Anruf von Ferrari. Ja, ich muss jetzt mal sagen, ich habe in der Formel 1 eigentlich immer gutes Material gehabt. Also ATS war eigentlich auch noch ein gutes Auto. Ja. Das ist so auf Ausfälle, wir haben da Getriebeschäden gehabt. Einzige schlechte Auto, das echt schlechte Auto, das ich gehabt habe in der Formel 1, war der Eros. Okay, ja. Ja. Und ja, und das habe ich dann mit Eros, das war... Also ich bin dann Günther Schmidt gefahren und irgendwann sagt der Stapper zu mir, du, ich könnte dich für das nächste Jahr bei Eros unterbringen. Die wollten dort einmal raus. Der Marc Surer, war Marc Surer sein Platz, der wiederum mein Teamkollege war mit 24-Stunden-Rennen. Ja, mit dem 24-Stunden-Rennen gewonnen, aber so war das halt dort einmal. Jedenfalls habe ich den Platz dann bekommen mit dem Jackie Oliver. Und der Jackie hat eigentlich einen langfristigen Vertrag mit mir gehabt, immer mit den Optionen.
Und also ich werde da von dem Jack oder von dem Eros nie mehr wegkommen. Und das war, dazu habe ich keine andere Möglichkeit gehabt, als wie das zu unterschreiben. Und bin dort meine Saison gefahren und habe da mit dem Terry Butzen zusammen, habe da einen guten, brauchbaren Eindruck hinterlassen. Und der Jackie war auch ganz überzeugt von mir und hat auch langfristig mit mir geplant. Ich habe aber gewusst, ich muss dort weg, weil das Ding mich sicher nicht nach vorne bringt. Mhm. Und da hat es dann. Und dann habe ich eine Anfrage gekriegt von Benetton. Das war dann praktisch das Dolmen, das du dann gefahren hast, gewandelt auf Benetton. Und die haben mit dem Rory Byrne, späteren Designer von Michael Schumacher bei Ferrari, einen super Mann gehabt. Und das habe ich gewusst. Und gewusst, BMW mit Rory Byrne und Benetton ist einfach viel erfolgsversprechender. Da muss ich hin. Und das Team hat dem Luciano Benetton gehört und mit dem bin ich dann auch in der Verhandlung ganz gut zurechtgekommen. Jedenfalls haben wir die dann einen Platz angeboten, auch zu brauchbaren Konditionen und so weiter. Und es war eigentlich nur noch die Frage, wie komme ich beim Jackie weg? Der Jackie hat natürlich voll mit mir gerechnet. Und irgendwann habe ich zum Jackie gesagt, und der Jackie war natürlich immer die Zitrone finanziell auszupressen. Und irgendwann war es dann das Datum, wie wir näher kommen, wo er die Option ziehen muss. Und ich habe dann einfach so mal angefangen, du Jackie, wie schauen wir aus für die Zukunft? Du bist ja, Gerd, passt alles super mit dir, aber Geld brauchen wir halt auch. Und dann sage ich, Jackie, du bist meine einzige Chance für die Zukunft. Mein Geld, mach dir keine Sorge, Sponsoren finden wir schon. Ja? Worauf, bei dem hat es dann Klick gemacht und gesagt, Sponsoren, wir brauchen Sponsoren, wo sind Sponsoren? Und dann habe ich dazu mal einfach 1, 2, 3 Sponsoren aufgebracht, die weit von Abschlüssen weg waren und so. Und der Jackie hat immer die Karte gesagt, und ich habe immer gesagt, Jackie, du musst die Option ziehen, weil du bist meine einzige Chance und die Sponsoren kommen dann schon. Und das ist so zugespitzt zu dem Datum, wo die und zu unterschreiben wurde, dass ich gesagt, du Gerhard, wir verlängern das, wir machen das dann schon, aber zuerst die Sponsoren unterschreiben. Ja. Und ich habe eigentlich nur gewartet, bis ich über das Datum rüberkomme. Und dann haben wir gedacht, er hat natürlich auch nicht gewusst, soll er jetzt gleich unterschreiben und dann vielleicht die Sponsoren nicht bekommen. Er wollte auf Nummer sicher gehen, dass die Sponsoren kommen. Und dann war der Tag vorbei und am nächsten Tag in der Früh habe ich schon gleich angerufen und gesagt, du Jackie, ich fahre bei Benetton nächstes Jahr. Und das war dann die üblichen Formel 1 Spielchen sein. Da lachen wir heute noch drüber. Aber ich bin sehr gerne bei ihm gefahren. Die haben auch sehr viel gelernt bei Eros. War eine sehr gute Schule für mich. Und es war aber der richtige Schritt dazu, weil Eros ist dann eigentlich nie richtig auf die Füße gekommen. Mhm. So, oder was und bei Benetton habe ich mein erstes Rennen gewonnen. Aber schon bevor ich mein erstes Rennen gewonnen habe, kann ich mich erinnern, da war ich Imola-Rennen, da war ich im Podium. Und da habe ich nicht den Alboreto, sondern Johansen, der bei Ferrari gefahren ist, da hat mal irgendwo so halb am Gras überholt. Und auf Basis der Aktion oder der Beobachtung habe ich dann Marco Piccinini angerufen und habe mir England nach Maranello. Und da habe ich dann auch gleich einen Ferrari-Vertrag gemacht für 3 Jahre. Wir müssen jetzt über 2 Sachen reden. Einmal die Motoren, die unfassbar sind. Also ich meine, wir sagen ja jetzt immer so, man müsste eigentlich die Budgets irgendwie so ein bisschen kürzen oder so ein bisschen. Das war ja damals die Maximaleskalation, oder? Ihr hattet Motoren zum Training, zum Qualifying, zum Rennen, Reifen, Sprit, alles auf Maximum getrimmt, oder? Und Reifen, Berge hinten. Ja. Wir haben ja bei jedes Mal rausfahren und einen Satz kaufen. Ja. Wir haben Qualifiers gehabt ohne Ende. Wir haben, so, alles wir egal, haben Motoren oder? Gehabt, die nur eine Runde gehalten haben fürs Qualifying. Wir haben alles mit haben wir gehabt. So und die Motoren, Traum, die schönste Zeit. Das glaube ich. Und die Motoren hatten 1000, also weit jenseits von 1000 PS, 1400 glaube ich, teilweise im Qualifying. Wenn man sowas fährt, beschreibt das mal. Ich finde das so irre, diese Leistungsexplosion, die da stattfindet, die man heute ja gar nicht mehr, ich meine, jeder fährt inzwischen Turbomotor, die so sanft einsetzen und das wird nur noch... Genau, das ist das Thema, vorsichtig. Wie die eingesetzt haben. Also der absolute Killermotor war der BMW. Ja. Weil der BMW als einziger immer 4 Zylinder mit einem Turbo. Das war so ein Turbo, wenn man sich den heute anschaut, muss man lachen, weil das wie bei uns auf die LKWs, so schwere Turbos, ja. so riesen Dinger. Aber das Ding war natürlich der Schlüssel zur Leistung. Und die Dinge haben Leistung gehabt. Ja, 1400 PS waren da zumal so die Höchstleistungen. Sie haben es ja beim BMW-Prüfstand haben sie es ja gar nicht mehr da messen, weil ich glaube, bei 1400 PS aufgehört hat. Und so sind wir halt, so sind wir zu denen gefahren. Das war unglaublich. Das Ding hat auch nur eine Runde gehalten. Das heißt, das Schwierige war ja, du hast in der Früh dein freies Training gehabt.
und hast aber nie diese Leistung trainieren können, weil diese Leistung ist ja nur auf eine Runde gegangen. Mhm. Das heißt, du hast dann deine komplette Getriebeübersetzung ändern müssen. Du hast komplett deine Bremspunkte fürs Qualifying verändern müssen. Weil du bist ja auf einmal mit 50 Stundenkilometer mehr angekommen. Ja, so vorher mit bis 300 gefahren, dann mit bis 350 angekommen. Und der Bremspunkt hat nichts mehr gestimmt. Ja. Da sind nur die Qualifikationsreifen dazu gekommen. Dieses ganze Putzel hat man zusammengebaut von Vormittag auf Nachmittag. Ja. Und dann hat man Nachmittag drei oder vier Qualifikationsrunden gefahren, jetzt mal mit einem Qualifikationsreifen. Und dann hast du ein bisschen rundtasten können, so ein bisschen mit mehr Leistung. Und dann bei der letzten Runde, ich habe es heute noch das Bild von mir, ist immer so der Arm vom Ingenieur ins Cockpit rein und hat dieses Turborad aufs Maximum gedreht, da ist eine Feder dahinter, bis angestanden ist. Und die ist immer ganz kalt geworden am Körper, weil du es gewusst. Wenn du die überlebst, dann hast du wieder gut hingebracht. Und du bist draußen, die Motoren sind richtig leise geworden dort oben und das hat angeschoben ohne Ende. Und wenn sie explodiert sind, sind sie genau am Ende dort explodiert, wo die größte Geschwindigkeit war oder wo gerade der größte Druck auf diesem Motor war. Und das war dann meistens eine Katastrophe, weil das Zeug ist ja durch die Gegend geflogen, meistens noch mit ein bisschen Flammen dabei. Und du hast schon gewusst, wenn du Richtung Parabolika gekommen bist, ob die letzte Kurve noch hält oder nicht mehr hält, weil sehr viel länger geht es nicht mehr. Und wenn er gehalten hat, bist du natürlich ganz vorne gestanden. Und das war ein Gefühl, unglaublich. Und das waren alles Kompromisse. Das war nicht so genau wie jetzt über Daten abgestimmt, der Bremspunkt und noch einmal 10 Zentimeter, noch einmal. Das war einfach Augengefühl und Mut auch zum Teil, ja. Es geht schon, ja. Und ganz irre war natürlich, wenn du nach Monte Carlo gekommen bist, weil Monte Carlo, kann mich gut erinnern, hat meine Technik angerufen und gesagt, wir sollten eigentlich überlegen, ob man vielleicht einen kleinen Turbo oder einfach für Monte Carlo hat es keinen Sinn, wenn nur die Räder durchgehen und du kommst nicht weg, weil so viel Leistung da ist. Und auf den Bodenwellen ist ja das irrsinnig schwierig. Mhm. Wenn da gerade der Turbo einsetzt und du bist gerade auf der Bodenwelle, drehst du im fünften Gang. Und wir haben dann angefangen so mit ganz niedern Ladedruck, 2,5 bar und so. Und jede Runde kann ich mich erinnern, habe ich halt ein bisschen mehr. Zum Schluss sind wir dort halt auch mit 5 bar Ladedruck unterwegs gewesen und haben durch die Räder gehabt bis auf zum Casino. Ja. Aber es ging irgendwie, ne? Und das hat braucht man immer mehr Leistung. Ne? Ja, und ich weiß, jetzt sind wir jetzt von dem, was wir am Anfang gesprochen haben, das Rad kann man nicht zurückdrehen. Aber wenn ich heute die armen Hunde müssen heute stundenlang Daten studieren mit den Ingenieuren. Und der Ingenieur sagt einfach, was zu machen. Bei uns war das halt einfach so, dass die Daten keine Rolle gespielt haben. Schon gewisse Daten haben wir auch gehabt, aber sondern es ist darum gegangen, das als Fahrer das Auto dem Ingenieur zu beschreiben. Und der hat dann halt einfach aufgrund deiner Beschreibung mit dir zusammen eine Abstimmung gebaut. Mhm. Das ist heute halt einfach ganz anders, ja. Hast du mal Angst gehabt? Also ernsthaft Angst vom Rennen fahren oder so? Ich meine, du hast auch einige Crashs überlebt, können wir auch gerne noch drauf kommen, aber ich weiß nicht, ob Angst oder Respekt vielleicht das richtige Wort ist. Respekt ja, Angst auch. Aber was mir in meiner Karriere auffällt ist, in meinen jüngeren Jahren, wenn ich so im Hotel, ich kann mich erinnern, ganz typisch war in Monza, da hat es das Hotel das Fasati gegeben und da habe ich immer so ganz droben mein Zimmer gehabt, unterm Dach. Und wenn es regnen angefangen hat und du hast die Tropfen gehört und danach hast du tak, 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 hat es immer gemacht. Und dann kann ich mich an den jüngeren Jahren erinnern, dass ich mich immer gefreut habe. Und ich dachte, oh super, Regen, ja, habe ich eine Chance, ganz nach vorne zu kommen. In den späteren Jahren kann ich mich erinnern, oh scheiße, es regnet. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, da verändert sich einfach die Risikobereitschaft. Hm. Hans Hermann hat mir das mal erzählt, dass er irgendwann mal beim Rennen war und dann musste er eine Zahnpasta kaufen und stand da im Supermarkt an der Kasse, hat sich die Tube so angeguckt und gesagt, ob ich die wohl noch ganz aufbrauchen werde. Das war natürlich noch mal eine ganz andere Zeit. Aber ja, hast du das auch war noch einmal, das war die brutalste Zeit. Ich habe ein Riesenglück gehabt, weil wie ich in die Formel 1 gekommen bin, und das war bei ATS schon, war das gerade der Einzug des Kohlefasermaterials. Mhm. Ja, und somit habe ich in meiner Formel 1-Karriere nur Kohlefasermaterial
Monocoques gehabt. Und die hundertprozentig haben die mir mein Leben gerettet. Ich hätte nie überlebt, die meine Formel 1-Karriere, ohne mit dem üblichen Aluminium-Chassis von wie vor. Nie. Bist du die mal gefahren, die älteren Formel-1-Autos? So testweise mal, ja, gibt's das ja, ne? Ja, das schon, aber nie richtig, ja. Okay. Und ich war derjenige, wir haben ja noch, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin ja noch nebenbei Turnwagen 635 gefahren oder Gruppe C. Und bei der Gruppe C bin ich in Hockenheim Rennen gefahren. Bei Brun, oder? Bist du gefahren? Bei Brun bin ich in Hockenheim gefahren, ja. Und dort haben wir gedacht, wenn du da deine Karriere kaputt machst, weil die Dinger sind schnell, schwer und schnell, wenn du da abfliegst und dir wehtust, dann hast du die ganze Formel 1, dann warst du das und die ganze Formel 1 Karriere, die eigentlich das Kern der ganzen Geschichte ist. Hat mir zwar schwer getan, weil ich halt so leidenschaftlicher Rennfahrer war, wo ich am liebsten mit alles gefahren bin, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht nach Le Mans gegangen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und alle meine Kollegen oder viele meiner Kollegen haben es gemacht und sind fast alle verunglückt. Ob das der Manfred Winklock war, ob das der Stefan Bellof war, ob das der Chris Nissen war, ob das der Joe Gardner war. Alle was sind sie da drinnen verunglückt. Und ich habe es nachvollziehen können, weil ich es auch so gern gemacht hätte, aber ich wusste, das ist zu gefährlich oder zu viel Risiko. Und das, glaube ich, war eine ganz wichtige Entscheidung, die ich für mich selbst gemacht habe. Und in der Formel 1 habe ich, wie gesagt, zuerst diesen Kohlefasermaterial profitiert, das mir bei einigen Crash sicher das Leben gerettet hat. Und du hast ja bei Ferrari dann, ich glaube, einen der härtesten Crashs auch in dieser so ja, negativ weltberühmten Tamburello-Kurve erlebt. Ne? Ja, es hat einige harte gegeben bei mir, die wir jetzt nicht so am Radar gehabt haben, weil das vergisst man ja einfach alles heute. Heute sind die Komponenten so gut getestet, man hat so gute Testmöglichkeiten in den Labors, in den Fabrikressourcen. Das haben wir früher alles auf der Strecke gemacht. Und sind ja am Jahresanfang Flügel davon geflogen, weil irgendwo ein Konstruktionsfehler war, weil es noch nicht richtig geklebt war, weil es und Reifen sind die ganze Zeit geflogen. Ich kann mich erinnern, in Le Castellet ist man am Ende der Geraden vor Sinn beim Eros der Reifen gegangen mit 350 und so. Das war dort einmal einfach Tagesgeschäft. Ja. Bremsen. Ja, Bremsen sind da immer wieder, also Bremsscheiben explodiert. Ja, die ganze Zeit. Motoren sind da um die Ohren gefangen. Das Zeug ist auf einmal hinten alles gestanden und du hast die auf dein eigenes Öl. Das gibt es heute nur noch ganz selten. Und darum war das dort einmal eigentlich ja fast kein Test. Und wir sind so viele Tests gefahren. Kein Test, wo du nicht irgendwo einmal richtig abgeflogen bist und gesagt hast, boah, jetzt habe ich ja richtig Glück gehabt. Und natürlich, Imola ist schon wahrscheinlich der schwerste Unfall gewesen, den ich da gehabt habe. Und der war halt im Rennen und somit auch am Radar von neuen Leuten. Aber es hat da zu der Zeit immer brutale Unfälle gegeben. Und darum kann ich das gut nachvollziehen, wenn das Aluminium-Chassis gewesen wären, dann wäre das genauso gewesen, wie Hans Hermann gesagt hat. Dann hast du einfach gewusst, du. Ja. Irgendeiner ist dran. Nicht dieses Jahr, sondern fast die haben ja zwei im Jahr haben die verloren. Ja. Ja. Beschreib mal kurz den Unfall. Das ist ja, wenn man das sieht, das ist ja im Bruchteil von einer Sekunde zwischen, da ist ja der Frontflügel gebrochen und Einschlag. Spielt er so das Leben vor einem ab oder sowas? Oder also das Leben nicht, mit dem beschäftigen wir uns weniger. Aber interessant ist es schon, der Mechanismus oder der Körper, der schaltet da um in Zeitlupe. Also ich kann mich heute noch gut erinnern, ich bin da rausgekommen aus der Schikane, habe da rausbeschleunigt und kurz vor dem Barella habe ich gesehen, dass vorne rechts das Rad sie ein bisschen hebt, habe als erstes geschaut, in den Spiegel geschaut, ob hinten irgendwo, ob ich hinten am Rad irgendwo ein Druck, also kein Reifendruck mehr oder so, und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass das Ding nicht mehr zum Lenken ist und nur noch geradeaus geht, habe dann auch noch gesehen, dass die Mauer kommt, habe auch noch so mit mir selbst überlegt, oh Scheiße, der Winkel ist einfach gar nicht gut, weil es war eigentlich wirklich head on. Das ist stumpf rein, ne? Und dann ist mir eingefallen und 200 Kilo Sprit habe ich auch noch gerade im Rücken. Und dann habe ich noch gesagt, okay, aber wenigstens einmal die Hände weg vom Lenkrad, damit da einmal, und dann habe ich noch die Hände mir über die Schulter gelegt. Tatsächlich, also ja, das, ja, klar, ist das wusstest klar. Du. Das und das ist alles abgelaufen in der Zeit und dann war ich mir kurz bewusstlos. Und
im Krankenhaus, wie ich dann gelegen bin, hab mich dann Senna angerufen und gesagt, ja, wie gesagt, müssen wir mal dorthin gehen. Das war ja auch noch ganz eigentlich traurig, weil Senna war dann einer, der mich angerufen hat und gesagt, du, wie geht's dann? Und ich habe gesagt, du, ja, mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht, passt schon, aber diese Mauer dort, das ist Mist, ja? Diese Auslaufzone, das müssen wir ändern. Und da haben wir uns dann verständigt, dass wir beim nächsten Test dort uns das einmal anschauen, wie man das verändern kann, weil das einfach dort nicht gut ist. Und ich war ganz überrascht, wie dann, wir sind dann, ich und er dann sind zu Fuß von der Box dort hingegangen, beim nächsten Test. Da war das erste Mal, ich war ganz überrascht, wie kurz eigentlich die Auslaufzone ist und wie viel dort einmal in meinem Kopf noch abgehen hat können. Zuerst nach hinten schauen, Tempo, dann nach vorne, ja. Zuerst vorne gesehen, dann nach hinten schauen, dann ja. Hände weg, dann auch schlechter Winkel. Und das ist schon interessant, was der Körper oder wie der da so ein Thema handelt. 280 hat es da drauf, glaube ich. Ja, da war ich schnell. Und dann war das meine erste Überraschung, dass sie das in der kurzen Zeit, diese ganzen Gedanken abgeben. Dann war ich dort mit er dann und dann haben wir uns die Mauer angeschaut und dann haben wir uns über die Mauer drüber geschaut und da ist dahinter so irgendein Fluss oder irgendein Wassergitter. Und dann haben wir uns ein paar die angeschaut und gesagt, kann man eigentlich nichts machen, die Mauer kann man nicht weiter nach hinten setzen. Und wir haben eigentlich nicht gedacht, dass man eigentlich eine Schikane auch einbauen sollte oder dass man sowas auch denken könnte. Sind dann wieder zurückmarschiert, einfach mit dem Fazit, dass ja, geht nicht. Und genau an der Stelle ist er gestorben. Ja. Aber das ist jetzt unvorstellbar. Wie hast du den Tod von ihm erlebt eigentlich? Also ich meine, damals wart ihr ja eng befreundet. Ja, wir waren gute Freunde. Und ich war ja, glaube ich, zwei Autos hinter ihm. Und ich habe ja gesehen, wie er weitergefahren ist. Ne? Ja, wie er geradeaus weiterfährt. Ich habe auch gesehen, ich war direkt auf gleicher Höhe, wie er gerade eingeschlagen hat. Und da war er rübergeschaut. Und hat mir gedacht, einen guten Winkel. Ja. Also, weil im Gegensatz zu mir hat er einen guten Winkel gehabt. Gefahren, ja. Aber ist ja vom Rad erschlagen worden. Ja, genau. Ja. Er hat eigentlich einen sehr guten Winkel gehabt. Und dann haben wir gedacht, ist okay. Und dann haben die das Rennen abgebrochen. Und dann war ich auf der Startaufstellung. Und dann ist der Bernie zu mir gekommen und hat gesagt, he's out of the car. Und out of the car, für uns ist die Sprache eigentlich, ist okay. Habe ich eigentlich damit mitgenommen. Also ist raus. Ne? Habe aber eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, dass das Thema so kritisch ist. Mhm. Wir waren dann am Start und haben dann wieder gestartet und ich habe dann nach ein paar Runden irgendein Dämpferproblem gehabt und habe in die Box müssen. Und erst in der Box bin ich auf der Werkzeugkiste gesessen und ist dann einer zu mir gekommen und gesagt, also, oh, wie war es, dass der Herr dann ums Überleben kämpft. Ja? Was für mich ganz überraschend war. Ja? Und ich habe mich dann weiter erkundigt und habe dann kurz darauf einen Hubschrauber genommen, zusammen mit dem Joe Leberer, das war unser gemeinsamer Masseur und Buddy, Physiotherapeut, ja. Und wir sind ins Krankenhaus nach Bologna geflogen, und um uns einmal vor Ort zu erkundigen, was Sache ist. Und ich kann mich erinnern, war dann dort, und das war eigentlich irgendwie für mich bis heutigen Tag alles ein bisschen eigenartig, aber es war halt so. Wir waren direkt vor dem Operationssaal, wo er dann drinnen war, wo die an ihm gearbeitet haben, gesetzt. Irgendwann ist der Professor Watkins rausgekommen und hat gesagt, es schaut sehr kritisch aus. Und hat zu mir und zum Joe Leber gesagt, ob wir ihn noch einmal sehen wollen. Und wir haben gesagt, ja, sind dann rein, sind dann direkt vor ihm am Operationstisch gestanden. Und was so sein Kopf war so abgedeckt. Ein Arzt war dahinter noch, hat noch irgendwas gemacht, keine Ahnung. Und ich habe mir eigentlich dort schon gedacht, habe mir gedacht, wie ich die Hände angeschaut habe und mir die Füße angeschaut, das hat irgendwie war das schon nicht mehr sehr, also wie schlecht geblutet oder wie nicht mehr. Und ich habe eigentlich ganz ein komisches Gefühl gehabt, aber wir sind dort gestanden, noch ein, zwei Minuten, Joe und ich, und haben uns so mit ihm vielleicht verabschiedet. Und sind da raus und ein paar Minuten drauf haben sie ihn für tot erklärt. Ja. Okay, krass. Und das war dann war das also Ende von mir. Dann, ne? Hat dir das zu denken gegeben für deine Karriere? Also dass du, eigentlich hat man sich ja ein bisschen unantastbar gefühlt, weil, wie du gesagt hast, die Carbon-Chassis sind gekommen und es gab ja lange keinen Toten vorher mehr. Ja, die Angelis. Richtig, und die Angelis war aber jetzt an diesem, also mal abgesehen von dem Wochenende. Von dem Wochenende, genau. Ja. Also, ja,
Ich bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, jetzt muss ich einmal durchdenken, wo stehe ich in meiner Karriere, will ich weitermachen oder nicht, weil es kann einfach passieren. Und wenn man das Wochenende sieht, das kann schneller passieren, wenn man glaubt. Ich habe das dann durchüberlegt und dann habe ich zu mir selbst gedacht, nein, das ist immer noch das Liebste, was ich mache und da mache ich ja weiter. Okay. Du warst der letzte Fahrer, der von Enzo Ferrari ausgesucht wurde. Ja. Wir müssen über Enzo Ferrari gehen. Also jeder sagt immer, ja, der Kommentator, was man ja nicht mehr gesagt hat, oder Ingenieure, oder wie man ihn genannt hat. Ja. Du warst ja mega jung und du hattest keinen Manager, als du zu ihm gerufen wurdest. Mhm. Wie war das, als du da nach Italien gekommen bist? War super. 1986. Mhm. Dann saß da der große alte Enzo Ferrari mit seinen 89 Jahren vor dir. Nee, der war noch ein bisschen jünger. Aber Mitte 90 war er schon nachher, so Anfang 90. Mitte 80, ja. Oder Mitte 80. Mitte 80, genau. Ja. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, ich habe einen Anruf gekriegt von Marco Piccinini. Ja. Und gesagt, dass Enzo Ferrari sich gern mit mir unterhalten würde, ob ich nach Maranello kommen könnte. Ich habe dann ein Datum ausgemacht, bin dort hingefahren. Ich habe gehabt, so ein Audi 100, kann ich mich erinnern, mit dem bin ich da runter. Und wir haben an einer Tankstelle getroffen mit dem Marco Piccinini. Die haben mich dort abgeholt mit dem Auto, haben mich auf die Hinterbank gelegt und haben mich mit der Decke zugedeckt. Und so bin ich ins Ferrari-Werksgelände gefahren. Warum? Weil sie den gemütlichen Fahrer wollen? Weil natürlich niemand da vorne hätte sollen. Und bei Ferrari ist er dann später genannt. In den ganzen rund um Ferrari, um das Werk Ferrari, sind ja überall von den Paparazzis engagiert und Journalisten das ganze Jahr dort positioniert und Fotografen. Und ja, jedenfalls bin ich halt da hinten auf dieser Decke in das Büro geführt worden vom Enzo Ferrari, das da in Maranello direkt auf der Teststrecke war. Und es ist tatsächlich so gewesen, wie sie es immer beschrieben haben, sehr dunkel und dann mit ein paar Kerzen drinnen und biotisch und wirklich, es ist... Die Kathedrale, ja. Ja, Kathedrale, aber echt. Und da war dann Marco Piccinini, Enzo Ferrari und der Piero Ladi, sein Sohn. Und bis so, kann mich heute noch wieder erinnern, von seinem Schreibtisch gesessen. Und dann hat die Diskussion hat angefangen. Ich spreche kein Italienisch, ein Enzo Ferrari hat Italienisch gesprochen. Marco Piccinini hat übersetzt, keine Ahnung, was er wirklich übersetzt hat. Also. Aber die eigentliche erste Frage war, ob ich einen Manager habe. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Manager. Und das heißt, wenn wir uns heute einig werden würden, könnte man einen Vertrag unterschreiben. Sag ich, ja, das heißt, wenn man sein Lieber. Und ja, sie würden gern, dass ich für sie fahre. Und für mich selbst war ja das so, dass ich glaube, das kann es eigentlich gar nicht geben, dass der Ferrari will, dass ich für ihn fahre. Ja. Ich habe jetzt eigentlich nur noch an die Schlechte an der Geschichte gewartet, ja. Also, was das kostet. Wenn wir die dann ein Geld angeboten haben, haben wir gedacht, na, irgendwie ist halt Weihnachten für mich. Jedenfalls, wir haben uns dann mit ein bisschen plaudert, aber gar nicht so intensiv und so. Und irgendwann haben wir einfach das Angebot auf den Tisch gelegt. Drei Jahresvertrag, also 2-4 Jahre fix mit einer Option auf das dritte Jahr. Mit für meine Begriffe dazu mal super Beträgen. Und somit was war das damals, was die gezahlt haben? Also ich meine, für Michael Schumacher hört man ja immer diese 40 Millionen oder was da. Ja, nein, 27 Millionen. Mal, ich glaube, es war, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Jahr $1 Million und das zweite Jahr 1,5 Millionen Dollar. Was dort schon mal, Dollar war schon mal richtig viel. Dollar war dort viel und es war dort schon mal schon viel Geld. Ja. Das jetzt mal im elterlichen Betrieb verdienen müssen. Genau, zu dem Zeitpunkt war dann mein Vater, so hat mein Vater kein Problem mehr gehabt mit der Rennfahrergeschichte. Und dann hat es eine Option fürs dritte Jahr gegeben. Hm. Und das war dann auch nochmal ganz lustig. Und dann bin ich halt dort gefahren und habe eigentlich, und das Liebkind dazu mal war schon der Alboreto, wie ich begonnen habe, weil der war Vize-Weltmeister, Italiener, Ferrari, maßgeschneidert für Ferrari. Jeder hat zu mir gesagt, oh Mann, du gehst zu Ferrari mit einem Italiener im Team und so weiter. Aber damit habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Abgesehen davon, dass das ganz ein netter Kerl war, habe ich eigentlich vom ersten Test an gute Zeiten gefahren und einen guten Eindruck hinterlassen. Es hat nicht lange gedauert. Und dann habe ich dort wirklich eine führende Position eingenommen und war eigentlich so ein bisschen das Liebkind dazu mal dann bei Ferrari. Auch Enzo, der immer wieder, wo ich immer wieder zum Mittagessen reingegangen bin nach dem Testen und so.
Und, aber war, ja. war der zu dir auch so autoritär? Oder war das nein, tatsächlich so eine Respektperson? Bei mir als Erste hat er, meisten hat ihn immer zuerst interessiert, was die Mädchen machen. Auf der also, ja, die sind ja auch noch gleich. Ja, drauf ja also, immer die erste Frage, war da wegen den Older Girls schon? Also ganz gut vernetzt also, bin. Hast du nachher Italienisch gesprochen eigentlich? Nein, aber wo immer Marco dabei und ja, so. Okay, und okay. Haben wir halt immer so beim Mittagessen, hat es so einen kleinen Raum gegeben. Mit so einem Tisch, wo direkt an der Rennstrecke hinter seinem Büro, wo wir halt am Mittagessen haben. Und das war halt immer so ganz lustig. Und dann habe ich dort wirklich eine tolle Karriere begonnen. Wir waren dann 87 schon, zweite Saisonhälfte, eigentlich das Maß der Dinge in der Formel 1. Wir waren eigentlich vorne, immer vorne, ganz vorne. Ich bin ein bisschen ausfällig, ich habe auch Fehler gemacht. In Estoril habe ich mich dann in der letzten Runde gedreht, in Führung liegend. Gut, Edilet haben wir gewonnen, also Suzuka haben wir gewonnen. In Nieres bin ich da hinterher festgesteckt, aber da wären wir auch gut. Also in der zweiten Hälfte, wie das Auto dann einmal modifiziert war und hat das funktioniert, da waren wir richtig gut unterwegs. Somit war eigentlich der Ball für 88 so aufgelegt, dass man sagt, ja, nächstes Jahr kann man eigentlich nur Weltmeister werden. Ja. Das war eigentlich schon wieder der große Fehler. Und so sicher gefühlt, kein Sport gemacht. Genau. Nein, es war gar nicht mehr mir selbst gelingen. Auch, weil ich sagen muss, und das war genauso Michael Schumacher, nicht passiert. Wir haben dazu mal dann getestet für 88 und da war eine Reglementsänderung, die haben das Pop-Off-Valve eingeführt dazu mal, um den Ladedruck zu begrenzen. Ja. Um meine Kosten und auch Bauer ein bisschen zu reduzieren. Und dieses Pop-Off-Valve haben wir, der Honda hat dazu mal jeden Test nur mit Pop-Off-Valve gemacht und hat versucht, das zu verstehen, wie er das, und hat einen Weg gefunden, wo er diese Feder innen im Pop-Off-Valve überdrückt hat und somit wieder fünf Bar nicht, aber ja, so eine zusätzliche Ladedruck. Wir haben das Pop-Off-Valve gar nicht einbaut, weil unsere Ingenieure gesagt haben, das haben wir alles im Griff, das machen wir alles am Testbench und das brauchen wir alles im Griff. Sind bei jedem Test immer schnellster gewesen, weil wir natürlich immer getrickst haben, weil wir halt nicht 2,5 Bar Ladedruck gefahren sind und uns mit dem Pop-Off-Valve nicht auseinandergesetzt haben und sind dann zum Rennen gekommen, 88, und waren nirgends. Oder gegenüber Honda nirgends, wir waren Dritter halt, aber die Honda sind uns links und rechts und die oben gefahren. Und muss sagen, der McLaren hat ein gutes Auto noch dazu gebaut gehabt, aber das Hauptproblem war wirklich Honda, Pop-Off-Valve. Und somit haben wir da eigentlich den Winter versäumt und uns auf die Lorbeeren ausgeruht, die wir 87 eingefahren haben. In der letzten Rennen. Ja. Du sagtest gerade, ich meine, du hast ja auch immer so eine gewisse Unbekümmertheit deinen Gegnern gegenüber gehabt oder hast immer für gute Laune gesorgt. Dieter Quester hat gesagt, du warst der Schlimmste mit Streichen und mit Späßen irgendwie. Wobei, ich es lustig finde, dass er das gerade sagt. Du sagst gerade, Michele Alboreto, mit dem bist du gut klargekommen. Ich bin mit allen Teamkollegen eigentlich gut klargekommen. Genau, ja. Das Schwierigste war vielleicht der Menzel für mich, ja. Ja, stimmt, ja. Genau. Das hast du mal in deinem Buch gesagt. Ja. Aber der Alboreto hat doch auch versucht, dich zu linken, oder nicht? Die haben noch deinen Motor ein bisschen runtergedreht bei Fahrrad. Ja, was war da? Da war niemand. Der ist so ein Grafen-Sponsor geworden. Genau, mit dem Mierderkassen, mit dem Conti Zanon hat er geheißen. Ja, das war ein bisschen eine linke Bazille. Aber mein Gott, wir sind im Spitzensport. Und es hat ihm eh nichts gewusst. Er hat mit allen Mitteln gekämpft. Der Alboreto war grundsätzlich ein Gentleman, ein guter Typ. Aber der war natürlich extremst unter Druck. Er kommt der Tiroler aus den Bergen und fängt auf einmal bei den Italienern, sie breit zu machen. Das war natürlich gar nicht so im Sinne der Italiener. Also gut, die haben deinen Motor so ein bisschen runtergedreht, leistungsmäßig, glaube ich. Ich habe dann irgendwann einmal Druck gemacht, Auto zu wechseln oder so. Ich habe das Glück gehabt, dass der Bana, die Engländer waren so ein bisschen auf meiner Seite im Team. Und da war dann einmal so ein Thema in Imola, ja, wo halt immer die Speeds und so. Und auf die Speed-Tabs geschaut, ja, und gesagt, ja. Und ich glaube, dann habe ich irgendwann einmal verlangt, mich in das andere Auto rüberzusetzen, um die Speeds, weil es immer typisch ist, sage ich, ja, da kommst du langsam aus der Kurve raus. Da hat es die Daten einfach noch nicht so gegeben wie heute. Das hat man nicht so genau nachvollziehen können. Da habe ich gesagt, Bullshit, da hat es meinen Sitz raus, baut es die Pedale um und ja. Und dann war das Thema für immer gegessen und dann habe ich auch meine Position gehabt im Team. Okay. Der John Barnard, das war der technische Leiter, das war ja damals auch schon ein Riesenschritt für Ferrari. Was man Enzo Ferrari eigentlich vom Charakter gar nicht zugetraut hätte, dass er sagt, du darfst von England aus arbeiten und uns die Autos konstruieren, weil der war doch eigentlich immer so ein italienischer... Ja, aber
Ich glaube, dass der dort schon mal, der war Unternehmer. Hm. Und am Ende des Tages hat der immer das gemacht, was für sein Unternehmen der Weg zum Erfolg ist. Und okay. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo man halt dann schon gesehen hat, dass man nicht mehr drum herum kommt, sich international aufzustellen. Mhm. Du musst nicht nur den besten Italiener finden, sondern du musst den finden, der weltweit der Beste ist. Und wenn der in England sitzt, sitzt er in England. Mhm. Aber was er halt unterschätzt gehabt hat und was halt dann sehr oft nicht funktioniert, ist diese Grabenkrümpfe und diese Kulturunterschiede. Bist du eigentlich mal einen historischen Formel 1 Ferrari wieder gefahren, dein alten Land? Ja, ich bin vor 2 oder 3 also wir haben mal so Spaß, aber Auto tauscht. Sebastian Vettel, wo er noch bei Red Bull war, ja. Und ich habe meinen 88er Ferrari, den gehört der Bernie Ecclestone, der hat ihn runtergeschickt. Und dann sind wir da mal ein bisschen gefahren. Ja. Hast du da noch was, das alte Feeling? Hast du alles gegeben? Oder? Klar, schon am Limit gefahren. Beide. Ich soll dich von Uwe Meissner grüßen. Ja, danke. Also er sagt, kein Privat-Ferrari-Besitzer gibt dir seinen Wagen, weil die alle wissen, du prügelst das Material genau wie früher, oder? Du hast selber mal gesagt, du kannst nicht langsam fahren in den Autos. Ja, nein. ich fahre eh nicht mehr, weil ich sage, ich will mir auch nicht mehr wehtun, aber ja, wenn jetzt das Ding vorfahre, ist so, wie es früher angefangen bin. Und ganz ehrlich, bei Bernie Ecclestone trifft es ja auch keinen Arm. Wenn man da was abfährt, dann ist es auch egal, oder? Ja, nein, wir haben einen Motorschaden gehabt, aber der Motorschaden war eher zurückzuführen, dass er nicht der richtige Sprit drinnen war. Ach so, okay. Also diesen alten Klopfen. Kampfsprit, den gibt es nicht mehr, ne? Nein, der Kampfsprit war sowieso zu der Zeit nicht mehr so. Der war ganz schlimm mit 85, 86. Der hat es gegeben in Deutschland. Der Paul Roschi hat gearbeitet mit der Firma Winterschall. Genau. Ja. Und das war ja kein Sprit, das war Chemie. Das war Wahnsinn. Es ja. Hat auch so geätzt, wenn man es eingearbeitet hat. Das war ganz schlimm. Ich habe in Budapest bin ich einen Grand Prix gefahren bei Benetton und da haben wir ein Problem gehabt im Tank und da ist der Sprit vom Tank ins Cockpit geflossen und ich bin eine halbe Stunde in diesem Sprit gesessen und habe das total unterschätzt. Ich war komplett, wochenlang komplett dunkelblau im ganzen Körper von diesem Sprit. Das war irgendwie schlimmste Chemie. Ich muss noch, hast du eigentlich damals bei Ferrari auch an den Straßenwagen mitgearbeitet? Das macht man doch immer irgendwie so, oder Michael Schumacher hat irgendwelche Autos mitentwickelt oder so am F40. Ja, F40 war dort schon mein Auto, ja, das war das heute noch, muss ich sagen, der F40 ist einer der tollsten Ferraris, die sie gebaut haben für die Straße. Das war halt einfach wirklich, das war ein Biest, hat jetzt einmal zu mir einer gesagt, und ja. Das trifft es eigentlich auf den Hast Punkt. Hast du einen? Ich habe einen, ja. Du hast einen. Fährst du den oft noch? Oder? Nein, ich fahre nicht oft. Das einfach zu schade ist, oder was? Nein, weil man das alles zu mühsam ist, da einzusteigen und da drinnen zu sitzen. Und dann, aber ich bin jetzt einmal gefahren, weil mein kleiner Bub gesagt hat, er möchte jetzt endlich einmal mit mir mit einem Ferrari fahren. Und dann habe ich den aus der Garage geholt und gesagt, jetzt fahren wir mal Runde. Wie alt musste er werden, damit er das erleben durfte? 3. 3, na gut, okay. Also dann geht es schon, dass ich nicht so lange gedulden müssen. Hast du sonst noch historische Autos, die du so fährst, irgendwie privat? Nein, ich habe einen, was ich irrsinnig gerne mag, ich habe einen wunderschönen Jaguar E-Type. Ja, okay. Offen. Roadster, ja, offen. Ja. Bei CMC gemacht in England, also wirklich top. Und bei uns in Tirol regnet es, ist jetzt das Wetter ist unbeständig, dann will man das Auto nicht rausholen, aber wenn das Wetter passt, fahre ich gerne damit, ja. Okay. Und sonst fährst du noch historische Rennen oder fährst du manchmal, oder nur wenn so ein Gastfahrer? Nein, habe ich aufgehört, weil ich bin vor 3 oder 4 Jahre bin ich noch mal diese 6 Stunden von Spa mit einem GT40 gefahren. Das war nicht lustig, aber halt auch nicht ungefährlich. Und mir ist ein Rad aufgebrochen. Und das war aber an einer guten Stelle, somit kein Problem. Aber wenn das immer Rouge passiert oder so, dann ist das einfach schon ein Problem. Und darum habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und bevor ich eigentlich mit den Autorennen Alfa Suden so begonnen habe, wo ich eigentlich sehr stark unterwegs Richtung Motorrad. Mhm. Und bin ja dann ein bisschen am Motorrad Eisrennen gefahren und so. Und nachdem ich wieder von mir ans aufgehört habe, hat sich jetzt wieder ein bisschen, war das wieder so ein bisschen mein Hobby und habe dann auch bei KTM manchmal ein bisschen im Superbike mit trainieren können, in einem Red Bull Ring und so. Und das habe ich dann gerne auch gemacht. Und da bin ich dann auch einmal runtergeflogen und dann habe ich gedacht, bin nach Hause gegangen und habe das alles verkauft.
habe momentan noch so eine Kolkinitakose, ich habe manchmal ein bisschen durch die Gegend. Ja, okay. Aber ansonsten mache ich das alles nicht mehr. Also du bist vom Motorrad gefallen, du hast Autounfälle gehabt, du hast auch einen schweren Skiunfall schon gehabt. Ja, Skiunfall. Skiunfall muss ich sagen, das ist bei mir wirklich zu vernachlässigen. Ich habe zwar den Oberarm dort ein bisschen zertrümmert, aber ich stehe auf die Ski seit ich 3 Jahre alt war. Mhm. Wir leben auf die Ski in Tirol und für das habe ich eigentlich überhaupt nie was gehabt. Ja, für das, wie wir unterwegs waren und was wir alles gemacht haben. Somit muss ich mal sagen, ist das jetzt eigentlich zu vernachlässigen. Motorrad genauso. Ich bin einmal runtergeflogen, das war am Red Bullring und sonst habe ich eigentlich meine ganzen Jahre immer nie ein Problem gehabt und bin auch froh, weil das war in meiner Jugendzeit mindestens so gefährlich wie meine Formel 1 Zeit. Und am Ende des Tages muss ich einfach sagen, ich habe alles gemacht und habe überall Spaß gehabt und habe mir eigentlich nie so weh getan, dass ich nicht mehr weitermachen habe können. Ich habe schon ein paar schwere Verletzungen gehabt, aber die waren alle zu überwinden. Und bin jetzt eigentlich richtig glücklich, dass ich so zurückschauen kann und dass ich mich freuen kann, dass ich auch mitreden kann, wenn irgendwo Rennsport besprochen wird, weil ich halt überall ein bisschen die Nasen drinnen gehabt habe und auch mitgemacht habe. Aber ich habe eine Familie, ich wohne jetzt wieder nach 30 Jahren in Monaco am Berg in Österreich. Schöner geht's nicht. Also ich bin eigentlich rundherum glücklich. Toll, das ist eigentlich das schönste Abschlusswort. Jetzt kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Pass auf, meine letzte Frage ist immer, angenommen, das Rohöl geht aus und ich weiß, du bist ein Benzinverfechter. Nein, ich habe schon vorher gesagt, nee, ich weiß, das ist egal was. Im Gegenteil, ich bin wirklich... Ich beschäftige mich mit mir selbst privat auch. Was für einen Beitrag kann ich leisten, um die Umwelt zu schonen, um zu verbessern? Und ich glaube, es geht nur, wenn jeder im Kleinen, im Großen seinen Beitrag leistet. Und wenn die Technologie des Autos einen großen Schritt vorwärts machen kann, indem sie Elektro- oder Wasserstoff, also bin ich derjenige, der das unterstützt, ohne Ende. Und wenn das dann für den Rennsport auch gebrauchbar ist, freue ich mich drüber. Bis heute glaube ich nur, dass diese Darstellungen nicht ehrlich sind. Mhm. Und bis hin zur Formel 1, ja, ich habe dort den Hybridmotor und ich habe da, aber ich habe auch das Gewicht nach oben gesetzt. Wenn ich heute sagen würde, baut so wie früher die Autos für 550 Kilo, oder ihr könnt es aber auch diese Motor, wie ihr braucht, oder ihr könnt auch den neuen Motor einsetzen und das Bessere geht nach vorne, dann ist das fair. Aber wenn ich natürlich für alles das Gewicht anhebe und so weiter, ist das kein echter Vergleich. Und eine der Grundregeln für Effizienz und ist das Gewicht immer gewesen. Das ist wie wenn ich einen Rucksack hinten auf der Tür gebe. Und darum glaube ich halt einfach, dass man da so ein bisschen ein verfälschtes Bild momentan abgibt. Wo ich aber schon dafür bin, ist, dass diese ganzen Initiativen, die wir da jetzt alle betreiben, dazu führen, dass sich alle maximal anstrengen. Und vielleicht ist es am Ende die Elektrotechnologie, die das alles verbessert und die unseren Planeten nach vorne bringt in Sachen Umwelt. Aber vielleicht ist es auch ein ganz moderner Verbrennungsmotor mit einem synthetischen Kraftstoff. Ja, genau. Ja, und da ist, glaube ich, dass so ein bisschen die Darstellung momentan nicht fair ist. Ich glaube, das Rennen ist noch nicht gewonnen für Elektro und das Rennen ist nicht gewonnen für Wasserstoff und ist auch noch nicht verspielt für einen modernen Verbrennungsmotor mit einem geänderten Kraftstoff. Das sind echt die tollsten Endworte. Aber du musst noch die Frage beantworten. Die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, es gibt, jeder kriegt noch 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es? Ja, ich würde doch wieder einen Formel 1 auspacken aus meiner Zeit. Und Turbo oder V12? Ja, das ist die Frage. Ich würde auf den Turbo gehen. 87er Turbo. 87er Turbo. Welche Strecke? Ja, ich würde nach Spa gehen. Okay, Gerhard Berger, vielen Dank für deine Zeit. Danke. So, das war Gerhard Berger, also seine Idee einer Rennserie unterschreibe ich blind und würde mich freuen, wenn so etwas einmal Realität werden würde. Vielleicht sollten wir mal Unterschriften sammeln. Ich bin sicher, der ein oder andere von euch tickt ganz genauso. Es gibt übrigens auch Videos aus meinem Gespräch mit Gerhard Berger auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal und den Link dazu findet ihr auch immer bei mir auf Facebook. Wenn ihr nichts verpassen wollt, freue ich mich über euer Abo und natürlich freue ich mich auch immer über 5-Sterne-Bewertungen, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.